Willkommen! Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, wir sind gut zu verstehen im Vergleich zum Spiel. Und ich bin so ein kleines bisschen Depri die letzten Tage. Aber deswegen gibt's heute Therapie Elden Ring. Zusammen mit Hamster. Ah! Und zusammen mit einem Pfeil neben der Brust. Und es fängt schon wieder gut an. Hallo Legatus, der Titel reimt sich ja. Hallo Mr. JP, aka Todeszonentaucher. Hallo. Hallo Oliver Wagner und... Lastrami. Es tut mir leid, ich habe dir das Blood Bowl-Finale nicht richtig wahrgenommen. Ich habe das irgendwie... Ich muss meinen PC doch runterfahren. Aber so ist der Hamster halt. Ich werde es im Nachhinein kommentieren. Und mal sehen, wer den Sieg davontragen wird. Ich dachte, es wären die Goblins, die gegen die Skaven am Ende kämpfen, aber das war dann doch nur das Halbfinale. Die Gobos sind, glaube ich, im Finale. Aber heute ist der Plan, hier nach vorne zu gehen und zu prüfen, was sich in diesem Schloss befindet. Das Schloss hat leider keinen Namen. Und... Doch, Moment, das ist das Fort Height. Das Fort. Das ist kein richtiges Schloss, sondern ein Fort. Und vielleicht gibt es sogar, wie bei Souls Games gerne mal üblich, noch einen alternativen Weg, um hineinzukommen, um uns nicht den Geschossen der Feinde auszusetzen. Und ja, wir sehen, es gibt einen Weg in dieses wundervoll designte Wasser, in das wir springen könnten, in unseren Tod. Oh Gott, das ist nochmal einer von diesen grauen Kreaturen. Und ich sollte mal anfangen, mir ein bisschen Elden Ring Lore reinzuziehen, um etwas besser darüber Bescheid zu wissen. Ah! Und dann wird er gleich wieder beschossen. Bei Samsa. Ja. Nicht stehen bleiben. Oh, die Karte gerade nicht öffnen, obwohl ich es wollte. Und ich bleibe jetzt hier im Hauptplatz stecken. Ja, okay, ich schätze mal. Oh. Ist hier vielleicht auch noch etwas? Auf jeden Fall Materialien. Materialien kommen vermutlich immer gut, auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, was ich mit den ganzen Pilzen machen soll. Nein! Es gibt keinen alternativen Weg, das Schloss hoch. Es gibt nur diesen einen Weg. Aber es gibt einen Grace? Es gibt einen Grace. Da saßen wir gerade eben schon. Ach so, ah, okay. Dann setzen wir uns gleich noch wieder hin. Und wir gehen los und stürmen hinein in dieses Vor. Go, go, go. Und nachher gucken wir vielleicht noch, was in der Nacht los ist. Denn ich habe gehört, da kommen die Monster raus. Monster. Wow. Das sind echt viele. Oh, und da ist wieder so ein... So ein Kürbiskopf. Ja, der Bonus gegen groß. Ganz offensichtlich. Kommen die hier auch hoch? Yep. Sogar der Große kommt hoch. Sogar der Große kommt hoch. Springen. Sehr beeindruckend. Ich könnte Demi-Humans beschwören. Wuhu! Das sind die Demi-Humans! Ah, das sind diese grauen Viecher. Und ich greife im Nahkampf an. Das scheint ja ganz okay zu sein. Naja, so lenken sie auf jeden Fall Kürbiskopf ab. Ja. Müsste es nur besser ausnutzen und nicht auch noch in den Tod springen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich schlage mich hier gerade jetzt nicht unbedingt optimal. Ach, das wird. Einer nach dem anderen. Wer ist das? Ich habe mich gerade gefühlt wie bei Total War Warhammer 2 im Kampf von Single Entities gegeneinander. Das hat gerade genauso ausgesehen. Zwei springen aufeinander ein, aneinander vorbei und treffen. Niemand trifft's. Und gucken wir komisch rum, was eigentlich los ist. Ach, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr könnt heute mit diesem Stream ein bisschen die Welt Welt sein lassen. Und mal einfach abschalten oder euch betrachten, wie Hamster unter Umständen einen interessanten Tod nach dem anderen stirbt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Das sind die schönsten Tode. Und wer aufgepasst hat, hat vielleicht auch schon Sargus Cut Baby entdecken können. Ja, richtig. Mhm. Richtig.
heute auch unser Begleiter. Mhm. Ich bin ein großer Freund von Sargus Cut Baby. Weiß immer was. Oh. Sie folgen mir. Ach so, ich dachte schon, das wären Gegner, aber es sind ja meine Freunde. Oh, das war's. Deine Freunde. Offer Tears. Aber es gibt nichts zu sehen. Außer eine weitere Ecke. Pilze. Und hier ist dieser Baum. Und da geht's rein in das Schloss. Hoffentlich machen sie dir die Tür auf. Ich war doch noch gar nicht abgestiegen. Hamster, um was geht es eigentlich in Elden Ring? Es geht darum... Du wirst übrigens auch noch beschossen. Ein unterhaltsames Spiel mit extrem gutem Weltdesign und unfassbar gutem Kampfdesign durchzuspielen. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht so richtig, aber wir sollen den Elden Ring wieder schmieden, glaube ich, und Lordseelen suchen. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht genau. Ich muss mir die Lore noch ansehen, was es eigentlich ist. Aber das ist typisch für die Souls-Spiele, dass es ein bisschen kryptisch ist, wie es eigentlich einfach weitergeht und man sich das Ganze aus dem Zusammenhang heraus erschließen muss, was eigentlich los ist. So, hallo an Martin und hallo an Ravenpie. Martin schreibt, hi ihr beiden. Hamster, kannst du sagen, warum CA sich mit Warhammer 3 so viel vermasselt hat? Das ist eine gute Frage und eine richtig gute Erklärung habe ich auch nicht. Ich muss sagen, es ist nicht sonderlich gut geworden. Ich bin auch ein bisschen depri, was das angeht, also was die da so gemacht haben. Vielleicht zu wenig. Vielleicht hat sie Corona so durcheinander gebracht. Oder vielleicht wirkt Warhammer 3 jetzt einfach nur so meh. Weil Warhammer 2 mittlerweile einfach doch so gut geworden ist und wir eben dieses wunderbar gute Spiel als Vergleich haben. Ich glaube, sie wollten vielleicht zu viel oder zu große Änderungen mit den Belagerungen machen und auch irgendwie zu viele unterschiedliche Völker reinbauen mit Slaanesh, Khorne und Nurgle und haben so getan, als wären das irgendwie ganz unabhängige Fraktionen. Aber ich glaube nicht, dass das so geplant gewesen ist. Ich glaube, das ist irgendwann in der Entwicklung entstanden und diese verschiedenen Mini-Fraktionen sind eigentlich gar nicht die richtige Mini-Fraktion und ich glaube, da haben sie dann wahrscheinlich irgendwie viel Arbeit reingesteckt und das ist dann verloren gegangen, was jetzt Balancing angeht. Hey, Moment mal, das ist ein Priester. Ah! Und Ratten. Oh Gott, Skaven. Wow. Die sind ziemlich aggro. Um was geht es? Keiner hat Ahnung. Richtig, Raven P. Der Rote, es wird schneller. Ehrenpulli. Bei Hamstermama sah ich am Anfang nur schwarz-weiße Streifen. Das sind tatsächlich blau-beige Blumen, aber nah dran. Ravenbee schreibt dazu noch, CA hat sich für cleverer gehalten mit der Kampagnenmechanik, als sie selbst als Gamer wirklich sind. Martin schreibt, du bist nicht der Einzige, aber es wundert sehr viele, dass so wenig an neuen Infos rauskommt. Ja. Yeah. Ravenpie hat noch geschrieben, weil durch die Belagerungen spielen sich 90% aller Battles aktuell gleich. Wer hat predicted, dass die Mechanik scheiße wird bei den Sieg-Battles? Ich hab's predicted. So ein bisschen jedenfalls. Kluges Hamster. Nein, Moment, ich hab vor allem das Domination predicted als nicht gut. Aber, beziehungsweise ich hab, dadurch, dass ich es nicht gespielt habe, habe ich erwartet, dass die Mauern schon noch genauso sein würden wie vorher. Und was das zu bieten hat. Oh, Raven hat noch ein Pfeil auf sich gemacht, sprich Raven P hat es predicted. Raven P, du bist so klug. Ach, aber ich kann mit dem Ding gar nicht parieren. Kein Wunder, funktioniert das nicht. Aber zum Glück haben wir ein Alternativspiel, ja, was uns jetzt die Zeit vertreibt.
bis Warhammer 3 vielleicht besser wird. Oh, der macht auch Blutungsschaden, sehe ich gerade. Ja. So. Dummerweise habe ich mein anderes Schild zum Parieren gar nicht dabei. Du hast es wacker verteidigt, während ich es schlecht geredet habe. Ja, okay. Ja, okay, mag sein. Mag sein. Ash of War, Bloody Slash. Mag sein. Ja. Aber je mehr ich davon gesehen habe, vor allem von den Belagerungen, desto mehr meh fand ich's. Jedenfalls die Belagerung. Aber zugegebenermaßen, ich war ziemlich lange gehypt. Oh, guck mal, da ist auch so ein Riese. Warum liegt naja, da? Du hast ja auch einfach große Hoffnungen. Ich hatte große Hoffnungen. Gesetzt das und du hast natürlich auch gehofft, dass sich die erfüllen, dass die natürlich so enttäuscht werden oder einfach die ganze Community sehr enttäuscht ist. Damit rechnet man ja jetzt nicht automatisch, wenn ein neues Spiel rauskommt. Das ist wahr. Ja, ich hätte gerne. Ich war gehypt, ich dachte, es sah auch alles. Also ich meine, okay, dass die Kampagne so meh wird, ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Es schien ja auch irgendwie gut zu sein, aber. Martin schreibt, Elden Ring ist einfach nur der Hammer. Elden Ring ist unfassbar gut und ich liebe dieses Spiel. Ich glaube, ich freue mich, ich manchmal, also ich habe es wie schon selten in einem Spiel, dass ich mir wirklich wünsche, dass ich es länger spielen könnte. Das gab es schon lange nicht mehr, muss ich sagen. Also, zum Glück haben wir noch ein paar Stunden. Oliver Wagner schreibt, die Figuren sind gut. Die Städte fand ich auch schön, aber die Chaoswelt fand ich nicht so toll. Es sieht mehr aus wie ein Asteroid. Ja. Sogar die Vortex-Kampagne ist interessanter. Ja. Irgendwie. Ja, die. Ich glaube, das Problem oder eines der Probleme, von denen gibt es viele, die das Spiel hat, in der Chaos-Reich-Kampagne, ist, dass jedes dieser Chaosreiche zwar irgendwie anders ist, aber am Ende macht es irgendwie gar keinen Unterschied, wohin man geht. Jedes Chaosreich ist irgendwie dann doch gleich, weil du machst halt die Schlachten und die Endschlacht ist irgendwie immer nach dem gleichen Schema und am Ende kriegst du halt deine Lordseele und du denkst, okay, jetzt nochmal dreimal, okay. Und dann gehst du in dieses Reich rein und du musst da rein und irgendwie, es ist, oh, Dectus-Medaillon links, was ist das denn? Es ist irgendwie nicht unterschiedlich genug und ich habe auch irgendwie gar keine Lust, in diese ganzen anderen Chaos-Rams zu gehen, weil, was ist es denn letzten Endes? Du gehst halt durch ein Reich, da sind andere Gegner drin, aber irgendwie fehlt mir das andere, das Neue, irgendwie das Aufregende von diesem Gebiet. Ich meine, man kann sich dort gar nicht richtig ausbreiten und es hat irgendwie gar keine Bedeutung, dieses Chaosreich. Und ich glaube, das ist ein Problem. Das ist irgend so ein Bereich, der vollkommen unabhängig vom Rest dieser ganzen Welt, der Warhammer-Welt, in der man sonst kämpft, existiert. Du springst halt dahin. Join medallions to operate Grand Lift of Dectus. Branching the medallion with both halves conjoined with activate the Grand Hall connecting the art display to Leonia. Oh. Martin schreibt, das kann ja passieren, dass ein Spiel nicht gut ankommt, aber dass die Entwickler so still sind und nicht antworten, das wundert einfach nur. Vielleicht sind sie alle. Also mit Sicherheit sind sie alle intensiv dabei, Bugfixing zu betreiben. Und ich glaube, es ist ihnen wahrscheinlich auch ein bisschen peinlich. Wobei, das Interessante ist ja, es fällt einem. Es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel damals, als es den Shitstorm. Was ist los? Fort? Night? Oh, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. In den Osten. Um das zweite Medaillon zu finden, von dem gerade die Rede geht. Ist das schon alles hier? Nein, du kannst auch da unten noch reingehen. Ja? Ja, du kannst runter und dann da reingehen. Okay. Dass die Probleme, die das Spiel hat,
die sind ja nicht so offensichtlich. Ach, du nicht wolltest so... das mit Cyberpunk vergleichen. Ja, also ich meine, uns ist ja da jetzt nicht so viel aufgefallen. Wir waren ja nicht bei dem ganzen Hype-Train dabei und haben es erst später gekauft. Da meine ich, da rein, oder? Aber da war es ja offensichtlich, dass irgendwie die Probleme von Anfang an da waren. Bei Warhammer 3 war es eher so, da hat man erst mit der Zeit gemerkt, auf den ersten Blick war alles in Ordnung und erst wenn man so ein bisschen tiefer in die Mechaniken reingeschaut hat, hat man immer mehr gesehen, dass es noch nicht so ganz gepolished, wie man so schön sagt, gewesen ist. Noch nicht so ganz ausgereift. Hier und da überall waren so Schwächen drin und hier geht es ehrlich gesagt auch nicht weiter. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von diesem riesigen Schloss. Na egal. Okay. Mhm. Außer Blade of Slaanesh ist alles meh und man wird nur bestraft. Und umso mehr Provinzen man hat, umso mehr Nerven-Chaos-Gates später. Gerade bei dem Reich von Nurgle und Khorne hätten sie es besser machen können. Und vor allem jede Order-Fraktion bekommt als Gewinner Bonus dann Bellacor als Kislev oder Kartei. Was ja, ein Witz. Das ist schon... Boah. Ja. Kann man nicht anders sagen. Das ist so... Als wäre es noch nicht ganz fertig, habe ich den Eindruck. Als wäre es noch nicht ganz fertig. Dabei haben sie doch den Release schon verschoben. Ja, sie haben den Release verschoben. Und ich vermute, sie hätten ihn wahrscheinlich noch mehr verschieben müssen. Damit das Spiel wirklich gut geworden wäre. Wahrscheinlich noch ein halbes Jahr oder so nach hinten, um es zu polischen. Aber wie es halt so ist, irgendwann muss die Firma halt auch Geld verdienen und Geld reinholen und was weiß ich. Es gibt bestimmt auch Investoren, auch wenn die nicht börsennotiert sind, die Leute bezahlen. Und dann gab es irgendwelche Zeitpläne, weil die DLCs müssen ja auch noch rauskommen. Die Chaos-Zwerge werden jetzt bestimmt verschoben und das Immortal Empires große Karten-Update wird mit Sicherheit auch deutlich verschoben. Ich rechne damit, dass sich alles um einen Monat nach hinten verschiebt werden, wegen dem, was... was da jetzt gerade los ist. Ansonsten hätten wir nämlich schon von den News gehört, weil es wurde ja kommuniziert, irgendwie 2 Wochen oder eine Woche, glaube ich, sogar nach Release sollte es die ersten Updates zur Roadmap geben. Und ja, da ist halt, wie ihr alle wisst, nichts passiert. Nach Cyberpunk wundert mich das nicht mehr so. Die ganzen YouTube-Streamer wie Legend müssen die mit Feedback dazu bombardiert haben, aber null Reaktion. Ja, wahrscheinlich war deswegen Legend of Total War in seinem Video auch so unglaublich angepisst. Ja, und damit sieht man, ich meine, klar, Legend of Total War ist natürlich ein großer Streamer für die Leute, die das ansehen und... Aber für Creative Assembly ist halt niemand, letzten Endes. Es ist halt nur irgendein Typ, der Videos macht, aber warum sollten die denn irgendwas machen, was den interessiert? Der arbeitet ja nicht in der Firma. Ja, und er generiert im Zweifel zwar Umsatz für sie, aber das können sie natürlich sehr schwer messen. Außer er hat einen Link, worüber die Leute kaufen können. Aber das ist ja mehr oder weniger kostenlose Werbung für sie. Ja, da gab es eine Sache. Auf jeden Fall, das ist kostenlose Werbung für sie. Und dadurch ist es, also man kann natürlich als Firma mehrere Möglichkeiten. Entweder man geht auf seine Creator eben ein und sagt, wir wollen das, wir wollen diesen Input von dem Streamer nutzen. Das kann man ja machen, um da ja auch Werbung zu machen. Oder man sagt, es ist mir egal. Ja. Und ich mache halt einfach irgendwas. Ja, ja, es war ja letzten Endes genau so. Ich meine, okay, wenn da irgendeiner der Entwicklerchefs oder wenn die irgendwelche Pläne haben, wie wird das überhaupt eingespeist, wenn irgend so ein YouTuber was sagt? Man muss ja auch irgendwie die Prozesse haben, man ist ja auch eine Firma. Ja, also weißt du das oder weiß man das, ob Legend of Total War Kontakt irgendwie zu CA hat? Vermutlich schon. Ja, er ist ja einer der nicht nur Verified Content Creators, so wie ich es einst war, sondern einer der sogenannten Content Partners, also mit besonders frühem Access. Okay, aber dann hast du doch gesagt, dann hast du wahrscheinlich nur die Publicity-Abteilung oder so mit dem Kontakt und nicht den Entwickler. So wird's auch sein.
dass die Entwickler das echt nicht, von den Entwicklern das wahrscheinlich gar niemand hört, was die sagen. Also die Probleme waren definitiv schon vorher bekannt. Glaube, die Mechaniken sehen wirklich nur auf dem Papier gut aus. Hallo Don Ramon, willkommen. Hi. Und hallo Aki Wolf, aber ich werde noch die Kommentare weiterlesen. Ich denke mal, dass wir erst im April was Neues sehen. Hamse Mama, wie lief nochmal der Schritt vom Sensei bis zur Partyeinladung und der Rose? Ich brauche ein paar gute Anregungen fürs RL. Real Life. Ah! Echte Leben. Ja, ich weiß, was Real Life heißt. Ja, Moment, sag ich gleich. Coole Gegend. Aki Wolf hat geschrieben, ja, es ist sad. 1000 Stunden in Warhammer 2, aber Warhammer 3 gerade mal 30. Es reizt einen nicht zu spielen. Sehr viele Mechaniken, die keinen Spaß machen. Sage nur Chaos Gates. Ja, yeah. Ich meine, das ist ja die Mechanik. Selbst die Wetterau, wo ich herkomme, gibt es roten Sandstein. Der ist ganz selten und gibt es, glaube ich, nur in Hessen. Das freut mich zu hören. Die waren ja alle in dem Creator-Programm drin. Hallo, Kenneth? Kenneth? Also, Kenneth. Kenneth, Entschuldigung. Also, Elden Ring sieht gut aus und spielt sich unglaublich gut. Aber als alter Dark Souls-Junk fehlt mir etwas die typische düstere Atmosphäre wie in den Teilen zuvor. Ja, das kann ich verstehen. Es ist ein bisschen heller, wobei ich schätze, es kommt einfach daher, dass man häufiger einfach draußen ist. Im Licht. Dieses Licht. Ja, wobei... Naja, und wenn man halt weit gucken möchte, und es möchte ja Elden Ring, dann kann man es nicht zu dunkel machen, sonst würde man ja nichts sehen. Richtig. Gut erkannt. Ja. Und in den Schlössern ist es ja immer noch dunkel. Aber, verstehe ich. Es ist schon, nicht so dunkel. Es ist schon wahr, es ist nicht so düster. Und es ist ja auch bis jetzt, hat es noch nicht ganz so viele verschiedene Gebiete. Noch nicht. Ich habe ja, gut, kommt auf, ja. Also es war halt Wald und Schloss. Es gab auch noch Höhle. Und Mine. Und Kristallmine hatten wir auch. Schon. Ja, und wir hatten auch so Nebelsumpf oder sowas. Ja, aber... Okay, hier gibt es auch den Nebelwald. Deswegen meinte ich ja Nebel. Ob es hier irgendwelche Goodies gibt, die es zu entdecken gibt? Mit Sicherheit. Maybe. Oh, das ist ein Grace. Ein Grace. Oder? Nee. Das ist nur eine... Open for Business? Da waren wir doch schon bei dem Open for Business und da ist irgendwas runtergesprungen. Ja. Haben Sie, Mama. Also da. Den Quantensprung vom gemeinsamen Hobby zum Privatleben bringen. Oh. Ja, also. Welcome, dear customer. Yes, right this way. Right this way. Hi. Welcome, valued customer. Come trade. Trade in our wandering emporium. Danke, gerne. Buy something. I'm hungry. I've been hungry so long. Ja, aber du kannst ja nirgendwo was zu essen kaufen, aber ich kaufe dir trotzdem was ab. Ja. Also, das allererste Mal so richtig ins Gespräch gekommen sind wir ja auf die Weihnachtsfeier. Es gab nämlich einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier und da haben wir uns tatsächlich ganz nett unterhalten über die Skinnerbox. Das ist unser gemeinsames irgendwie, unser gemeinsamer Startpunkt, wenn man so möchte. Und da haben wir uns tatsächlich ganz nett unterhalten. Und irgendwie hatten wir auch nicht so die Probleme, das Gespräch am Laufen zu halten. Mm-mm. Nee, also wir haben über die Skinnerbox auf jeden Fall gesprochen. Und dann, was auf jeden Fall fand ich wichtig war, oder beziehungsweise was du ja auch für wichtig erachtet hast, dass wir uns ja dann auch einmal die Woche gesehen haben. Du hast ja dann mir im Nachhinein erzählt, dass dir dann wichtig war, dass du immer dienstags im Training warst. Ja, gut zugegebenermaßen war ich sowieso eigentlich fast die ganze Zeit im Training, aber bestimmt das nochmal extra. Ja, und was der Hamster dann auch immer gemacht hat, du hast dir ja immer nach dem Training die Zeit genommen. Oh ja, das ist und natürlich ganz wichtig. Und dann nochmal mit mir oder mit meiner Freundin und mir, wir waren da immer gemeinsam geredet. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, um irgendwie diesen Kontakt nach und nach herzustellen. Und dann
hatten meine Freundin und ich eben zufällig Geburtstag und haben groß gefeiert und damit den Hamster eingeladen. Und da hat er sich dann bei mir gemeldet und hat dann gesagt, er kommt und er freut sich. Und dann war danach, genau, aber dann ging das einfach weiter nach der Einladung. Und dann war tatsächlich der 14. Februar ein Dienstag. Und dann hat der Hamster mir einfach eine Rose mitgebracht. Oh. Das war richtig nett. Ja. Das war richtig nett. Und da... Da habe ich noch nicht den Braten gerochen. Erst. Wir waren ja alle noch jung. Jung und dumm, vor allem ich. Und genau, dann waren wir auf der Geburtstagsfeier und dann hat er sich angeboten zu helfen beim Aufräumen. Und so kam das. Also tatsächlich einfach irgendwie immer präsent sein, oder? Mhm. Was wäre dein. Ja, präsent sein, Kontakt suchen, reden. Ja, ich meine, das ist. Hört sich irgendwie offensichtlich an und irgendwie muss es ja dann sich auch ergeben. Und ich glaube, wie sich es dann ergeben kann, kommt immer auf die Leute an. Ja, das stimmt. Die da involviert sind an der Sache. Gehen wir noch zu zwei. Aber so war das. Da kommt noch einiges. Es wird noch richtig widerlich im Spiel, hat Martin noch geschrieben. Hört sich gut an. Man soll ja vom Best Practice sich was abschauen. Sehr nett, Raven P, danke. Hallo, kontrolliertes Chaos. Servus. Ich hoffe, es läuft alles in Elden Ring. Es läuft. Auf jeden Fall. Wunderbar. Einfach, ich würde sagen, auch sagen, einfach normal reden. Sich über alles Mögliche unterhalten. Ja. Also, so erzwingend wollte ich es bestimmt nicht. Oder hätte ich auch nicht versucht, was auch immer das bedeuten sollte, etwas zu erzwingen, aber. Man hat halt geredet, Kontakt gesucht und so Schritt für Schritt geredet und später. Oh, die hat gelbe Augen. Ja, stimmt. Jetzt hat sie keine gelben Augen mehr. Und halt so einen Schritt nach dem anderen gemacht. Und ich schätze, man kann das bestimmt auch schneller machen. Naja, aber es kommt ja auch darauf an, ob das Gegenüber Interesse hat. Ja. Wenn das halt kein Interesse hat und wenn ich dich einfach abgeblockt hätte, dann hättest du wahrscheinlich irgendwann auch keine Lust mehr gehabt. Ja, das haben wir auch mal erlebt mit einem anderen. Mit einem Freund von uns, ja. Ja, genau. Der es auch besucht hat und da wurde halt total abgeblockt. Ah, das war sehr unangenehm, fand ich, auch zum Zuschauen. Denn ich finde, er hat sich da Mühe gegeben und er war auch in keinster Weise aufdringlich oder so, sondern er hat einfach sich nett unterhalten wollen und das Gegenüber wollte partout nicht. Und das war dann schon auch bitter, muss ich sagen. Schon so, auch so ein bisschen assi fast von der anderen ja, Seite. Ja, das fand ich auch ziemlich assi. Aber gut, immerhin weiß man dann auch, an was man ist irgendwann. Und dann, naja. Ja, das stimmt. Da sieht man wieder, der Exploding Hamster Channel ist ist lehrreicher als öffentlich-rechtliches, sollte es wahrscheinlich heißen. Kommt immer drauf an. Ich habe doch gerade jetzt einen neuen Kanal auf YouTube gefunden, in dem gezeigt wird, wie unter anderem Whisky gebrannt wird und wie Gin gemacht wird und alle möglichen anderen Sachen. Das ist ziemlich genial. Das gefällt mir gut. Was eigentlich geht mit diesen Dingern hier? Hamster und Hamstermama, wart ihr schon auf der Insel Mino am Bodensee? Ja. Ja. Einmal waren wir da. Also ich war dort tatsächlich schon ein paar Mal. Ich war einfach. Aber wir können ruhig mal wieder einen Ausflug machen. Ich verwechsel immer die Blumeninsel mit der Affeninsel. Ich glaube Mainau und Rheinau. Witzig. Die Blumeninsel ist immer Mainau. Aber egal. Oh. So viele Blumen und Pflanzen. So stelle ich mir den Garten von Nörgel vor. Was? Greenspill Crystal Tier? Was ist das denn? Eine Träne? Ist Tier nicht Träne? Tier ist eine Träne. Oh, wir haben übrigens zwei Golden Seeds um meine Flaschen. Aber uses. Da gab es ja... Charge Attacks for a time. Ich hab wir so kriegen noch irgendwie einen Mixed Physic? In einer Flask of Wondrous Physic, die wir allerdings noch nicht besitzen. Also hier ist wohl ein Spot, wo man einige Goodies bekommt, wenn man da hingeht. Weil jetzt ist es ja richtig dunkel. Ja, richtig. Vielleicht sollten wir am Tag nochmal hinkommen. Weil ich habe gehört... Es ist unterschiedlich. Es unterscheidet sich.
Da war ich auch schon drauf. An dem Tag war so viel Sturm und das Schiff dahin hat geschaukelt. Kinder neben mir alle am Boden gelegen und geheult. Oh. Das war bestimmt richtig schön. Hier haben wir auch noch mal was. Das sieht aus wie eine PvP-Halle. Dragon required a hand. A head. A hand. Oh. Oh, okay. Okay, da kommt ein Boss. Da kommt ein Boss. Und deswegen läuft sie jetzt das? Weg? Ja, ich will nach einem Grace suchen in der Nähe. Ah ja, okay. Hier gibt's doch bestimmt eines. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Kontrolliertes Chaos fragt, soll ich sagen, was die roten und blauen Mistkäfer machen oder wollt ihr das selbst herausfinden? Ich dachte, die füllen einem seine Charges für die Flasks, für die Flasche auch. Ja, genau, das kannst du gleich mal machen. Aber du kannst gerne sagen. Wasser kam über die Reling und die Eltern alle verzweifelt, weil die Kleinen einen totalen Kollaps bekommen haben und dann ewig nicht anlegen konnten, dachte schon, wir saufen ab. Oh je, das klingt ja nach einem Abenteuer. Oh, ich kann meinem Ichigatana noch mehr Bloodlust-Bild abgeben. Und dann macht es... Musst du dann dafür was anderes einbüßen? Ja, es macht dann keinen magischen Schaden mehr, was ich nicht gut finde. Deswegen mache ich das lieber nicht. Aber ich könnte eine meiner anderen Waffen noch ausstatten, zum Beispiel meine Gleive, die ich ja auch noch gerne benutze. Aber die kann das nicht haben. Ach, schade. Schade eigentlich. Hört sich so an, als wäre nicht bekannt, was die machen. Hamster liegt richtig. Schreib kontrolliertes Chaos. Ja, danke. Hast du jetzt deine Flasks aufgeladen? Ja, ich habe meine Flasks aufgeladen. Jetzt hast du 7. Voll gut. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Zeug machen soll. Mit all diesen Flasks. Heilen. Okay, jetzt gehen wir mal, beziehungsweise hier gibt es jetzt noch diesen einen Stein. Ich gehe mal noch dahin. Okay. Und dann gehen wir zurück zu diesem großen Turm. Schau mal da rein. Ja. Und ich bin zwar sehr glücklich über mein Schildkrötenschild. Oh, da sind wieder Typen. Aber ich bin nicht so glücklich darüber. Ah! Also, Fackeln sind echt wirklich gefährlich. Du kannst dich nicht mal nähern, ohne dass sie dich treffen. Aber es wird jetzt Tag. Ja. Also es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel. Auch ohne, dass man am Feuer rastet. Obwohl, ich habe jetzt vorhin am Feuer gerastet. Sieht man eigentlich irgendwo... Wie viel Uhr ist es? Irgendwo die Sonne. Keine Ahnung. Aber hier ist nichts zu geben. Na gut, dann ab zum Minor Earth Tree. War zweimal da, einmal mit dem Schiff und einmal mit dem Bus. Also ich war bestimmt schon irgendwie einmal mit meinen Eltern, dann waren wir ja mal mit meinen Eltern, aber das war ein wilder Besuch. Doch, wir waren auch mal alleine. Kannst du dich an den Spielplatz erinnern? Wo wir doch fast an die Bahn nicht bekommen hätten, weil wir so Spaß auf diesem Spielplatz hatten. Oh ja, stimmt, da waren wir bestimmt nicht mit deinen Eltern da. Nee, da waren wir alleine. Oh, der Bär schläft in der Nacht, sehe ich gerade. Aber der andere Bär ist da noch. Doch, erinnerst du dich an den, wie viel Spaß wir da hatten auf dem Spielplatz und hätten dann fast eben die Bahn nicht gekriegt. Das war lustig. Gute Zeit in unserer Jugend. Hallo, Eroxan. Eroxan! Auf der Map rechts unten hast du die Tag-Nacht-Scheibe. Oh. Danke für die Info. Tatsache, die bewegt sich sogar. Na dann. Aber ich nehme mir, glaube ich, noch mein kleines Schild mit dem ich parieren kann. Jetzt bist du voll aufgelevelt, hast alles eingesammelt. Let's go. Oh. Was? Oh. Das war Absicht. Wo wir so viel Spaß hatten, da waren wir bestimmt nicht mit meinen Eltern. Wir verlassen den FSK 16-Bereich.
Oh, Raven Peter war richtig gut. Richtig gut. Oh mein Gott, das ist ein richtig gutes Zitat. Das muss ich mir irgendwo aufschreiben. Ich mach sogar ein Bild davon, so gut finde ich das, Raven P. Oh Gott, das ist witzig. Hallo, Ascopa! Hi. Das ist wirklich ziemlich weit unten. Ist das die Undercity? Wohnen hier die Skaven? Oha, voll schön. Hamster am Spielplatz. Das da unten ist die Hölle. Ja, das ergibt Sinn. Ist auch ziemlich weit unten. Oh, da oben ist auch ein Sternenhimmel. Aber seit dem Panem-Panzer, seit der Panem-Panzer-Szene wissen wir ja Bescheid. Auf jeden Fall. Wir sind total brav. Oh mein Gott, das da unten ist die Hölle. Okay, aber ist ja kein Problem. Wir haben uns das jetzt hier aktiviert. Und wir haben ein Schildkrötenschild, uns kann nichts passieren. Ja, genau. Ich bin auch echt ziemlich locker. Lila locker. Und es gibt sogar geschmolzene Pilze Mushroom. Hier. Und geschmolzene Pilze und Dew-Kissed Herba. Wo sind wir von der Karte her? Ah, wir sind im Keller. Naja, ach, ich meine, was soll das schon sein? Das sind so ein paar Ruinen, so ein bisschen griechisch, römisch angehaucht. Genau, das stimmt. Die Musik ist leicht. Bedrohlich. Bedrohlich, ja. Und wir finden eine Spur von Ruhe. Oh, was ist das da hinten? Ein Spieler. Kontrolliertes Chaos fragt, wie ist der Prozess bei euch? Wie viele Storybosse wurden bereits über den Jordan geschickt? Ich glaube 2. Ich kann tatsächlich gar nicht sagen, da ich die Lore nicht kenne. Aber wir machen tatsächlich alles Mögliche. Wir machen nicht Ouch. Nur die Story. Was ist passiert? Ich habe ein Messer auf diesen Angreifer geworfen. Und du hast nicht so extrem viel Schaden gemacht. Viel Schaden gemacht, aber das macht nichts. Das muss noch nichts heißen. So, jetzt kommt das. Ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Ja, das ist das unglaublich tolle Après-Ski-Lied oder so Malle-Lied. Anfangs ist es noch angenehm, aber etwas später wirst du deinen Loot nicht mehr wiederbekommen. Kennt der Hamster alle Säulenarten, ohne nachzugoogeln? Ich bin ein Säulenexperte. Natürlich, dafür ist Hamster bekannt. Vor allem mit der Säule in meiner Hose. Hamster, der war nicht witzig. Oh Gott, war der schlecht. Mir hat's gefallen. Ja, die halten schon ordentlich was aus, die Typen. Wir sind ja da im Keller. Mein glücklicherweise sind sie sehr langsam. Aber ich bin mir sicher, das wird nicht für immer so bleiben. Aber sie halten extrem viel aus. Oh Gott, da kommen. Wie viele von denen gleichzeitig? 4. Wie viele Seelen geben die? Weiß ich nicht, und da hinten steht auch nochmal einer. Gegen was sind die schwarzen Steinwesen? Feuer vielleicht? Feuer gegen. Jetzt hätte ich eher auf Säulenreagenzglas getippt. Säulenreagenzglas? Es gibt kein Säulenreagenzglas, es gibt nur. Ein Reagenzglas? Es gibt die Säule. Es gibt die Säule! Aber es gibt doch auch ein Reagenzglas. Es gibt ein Reagenzglas. Das heißt doch bei euch auch Reagenzglas. Oder ich als absoluter Chemieexperte Erlenmeyer-Kolben. Danke. Das ist so der Klassiker, den man im Unterricht lernt. Die haben auch keine sonderlich große Agro-Range. Und die sind jetzt auch nicht großartig herausfordernd, deswegen laufe ich mal an ihnen vorbei. Ja, die sind nicht herausfordernd. Na, er dreht sich um 15 Keulen auf ihm später. Ja, dann werden sie herausfordernd. Aber dann kann man einfach weglaufen. Ja, es gibt eine Säule. Säulenchromatographie. Oder ist das jetzt eigentlich keine Chromatographie? Säulentrennung. Das ist eine Säule, die packt man. Try circling around and then try critical hit. Aha. The warrior of enemy. Ups. Oh. Da sind schon wieder ein paar von denen, die sind ja hier überall. Ja, da packt man eine Säule voll mit Silikagel oder einem anderen Trennmaterial. Und dann kann man auf molekularer Ebene
Komponenten voneinander trennen. Und Guy hat da sein Gemisch oder was immer man trennen will in einer Flüssigkeit, in einem Lösungsmittel und gibt die dann hinein in diese Säule. Oh, ich habe auch mal ein Pferd. Und dann kommen die da unten raus. Und dann weiß man natürlich nicht, was da rauskommt und wann es rauskommt. Deswegen muss man dann unten, wenn das Zeug rauskommt, das Zeug auffangen. In Reagenzgläsern übrigens. Also hier haben es Moment, du scheinst jetzt. Und dann. Richtig den Plan haben, zu haben. Dann muss man diese Reagenzgläser wiederum prüfen über Dünnschichtchromatographie. Das ist sowas ähnliches, was man auch mit den Corona-Tests macht. Man tröpfelt da was drauf und dann läuft es hoch. Und dann muss man anhand der Reaktion oder den Eigenschaften, die das Material hat, das da hochläuft, darauf schließen, was das eigentlich ist. Und dann seine Phase, seine Produktphase, die rausgekommen ist, auswählen in diesen Reagenzgläsern. Und zwar die richtige. Das muss man natürlich, um es die richtige ist, muss man noch NMR oder solche andere Analysetechniken durchführen. Und dann muss man das eindampfen in einem, wie heißt das, einem Rotationsevaporator. Das sind ganz schön viele Schritte, die man da machen muss. Ich dachte auch, er kann Baseball spielen. Ravenview schreibt noch, statt mit Gas oder Öl, bald mit der Abwärme vom Rechner heizen, ist billiger. Ja. Laptop mit ins Bett nehmen. Sollen wir die wirklich besiegen? Hab ich vielleicht auch eine Waffe, die mehr Schaden macht? Ah! Also, im Zweifel machen sie dann Schaden. Ich glaube auch. Ja, du machst auch mit einem Backstep tatsächlich leider nicht ganz so viel Schaden. Unglücklicherweise. Ja. Aber man ist immerhin unverwundbar während einem Backstep. Das ist korrekt. Ah! Da kommen sie und wollen dich einkreiseln. Jetzt wünschte ich, hätte Zaubersprüche zur Hand. Kann ich vielleicht unsere Demi-Humans beschwören? Komm, mach mal mit. Und lenkt sie ein bisschen ab. Oh je, okay. Aber zuhauen tun wir schon ganz gut. Mechanik Abuse. Sind deine Helferlein alle schon tot? Ich befürchte, ja. Die hat's verrissen. Der ist gleich tot. Sehr schön. Okay, aber sie haben zumindest teilweise ein bisschen Schaden genommen. Ja, also ich glaube... Da! Bist du ein Weilchen beschäftigt? Ich meine, klar, die können wir besiegen. Aber lohnt sich das? Wenn sie dir hinterherlaufen, ist es nicht so lustig. Glaube ich auch. Vielleicht ist meine Hellebarde besser. Wir haben gute Reichweite. Also Hamster, im Erfolgsfall seid ihr zur Hochzeit in einer Dekade eingeladen. Werden alles möglich machen, um zu dieser Hochzeit zu kommen. Auf jeden Fall. Wir bringen dann ein Geschenk mit. Ich glaube, das ist eine bessere Waffe. Ja, so ist jede Waffe. Eben für jemand anderen oder für eine andere Art von Gegner geeignet. Ich hatte mal den Untergrund etwas erkundet. Es wirkt so, als ob der Untergrund genauso groß ist wie die Oberfläche. Okay, das macht Lust auf mehr. Oh mein Güte, wirklich? Das hört sich nach Spaß an. Mehr Erkundung und mehr Zeit zu spielen. Oh meine Güte, ich komme nie wieder hoch. Oh Gott, es ist noch mehr von denen, leckt mich doch. Dafür bringt die mir echt nicht genug.
Das da musst du nur schnell genug sein. Oh Gott, das ist noch mehr. Oh Gott, da ist auch noch ein Zauberer. Ich fürchte, das ist eher das High-Level-Gebiet, habe ich das Gefühl. Oder wir brauchen eine Waffe, gegen die die schwach sind. Golden Centipede. Golden Centipede. Das ist eine interessante Gegend. Gibt's Golden da auch Remains of a Centipede. Material used for crafting items. Kept as a fetish by Golden Order Fundamentalists, especially the Hunters of those who live in death. Oh meine Güte, heftig viele Lore. Es gibt die, die im Tod leben. Und das sind die Jäger. Und das sind die Fetische, die Fetischisten des, der Goldenen Ordnungsfundamentalisten. Und Centipede, die kennen wir aus Sekiro. Und, ja, oh Gott, was ist denn das denn? Da liegt noch. Da liegt oben was. Da musst du runterspringen. Aber dafür musst du erstmal die Treppe hoch, wo dich sehr viele Gegner erwarten. Oh yeah, und das alles für tolle Rainbow Stones. Rainbow Stones. Oh, und da ist auch noch irgendeine Art von Eingang? Tür, Eingang, ja. Armbrust, Fernkampf oder hast du schon einen Bogen? Leider nicht, ich habe noch keinen Bogen gefunden. Ich hätte auch gerne eine Pyromancer Flame oder Hand, um Pyromancies endlich zu verwenden. Budding Horn. Was ist das denn? Kannst du da noch... Ah ne, das ist nicht da, okay. Das ist nicht da. Nein. Was ist denn ein Budding Horn? Kontrolliertes Chaos schreibt, nein, der Untergrund ist gesamt etwa so groß wie ein Gebiet auf der Oberfläche. Untergrund ist aufgeteilt in mehrere kleine Gebiete, zu denen Portale oder Aufzüge führen. Hm. Das haben wir jetzt gesehen mit dem Aufzug. Wo ist das Budding Horn, das ich gerade gefunden habe? Naja, ich habe so viele Gegenstände hier. Blickt auch nicht mehr so ganz durch, um ehrlich zu sein. Das haben sie vielleicht ein kleines bisschen übertrieben mit dem Crafting, aber okay. Vielleicht wird es später nochmal relevanter als gerade. Ich spiele eine von denen. Die sind auch stärker hier unten. Oder beziehungsweise halt mehr aus. Unter Umständen ist das einfach nur meine Hellebarde, die nicht sonderlich gut ist dafür, sie Achtung, zu erledigen. Nicht, dass da jemand dann... Ah ne, da kommt nichts. Und damit habe ich eine weitere Heilflask bekommen. Dankeschön. Sehr gut, sehr gut. So. Gehen wir da mal rein. Und nehmen gleich noch dieses Item mit. Okay. Oh, jetzt nochmal ein Aufzug. Der irgendwo anders hinführt. Gleich noch weiter runter. Es geht noch weiter runter. Hoffe ich jedenfalls. Das hoffen wir alle. Alles andere hätte mich ein bisschen enttäuscht. War noch mehr Ebenen nach unten. Es sieht aus wie Gegner. Es sind Gegner. Schleimige. No hidden path ahead. Das verärgert mich. Mich jetzt irgendwie nicht so sehr. Oh, da ist auch noch mal eine Tür, oder? Ja. Muss ich da rein? Kann ich da rein? Musst du mal probieren. Pyromancer Hand gibt es nicht wie in Dark Souls. Ah! Feuerzauber sind in Elden Ring meist in Faith-Zaubern und benötigen wie ein Ziel als Zauberwerkzeug. Naja, diese Axt hat auch keinen wirklich größeren Effekt. Du solltest... Ja. Jetzt, wenn sie doch weg sind, willst du dann nicht mal einfach kurz gucken, ob du... Ja. Die Tür aufmachen kannst? Das war der Plan.
Und natürlich erstmal alles abstauben. Na dann. Ach so, you don't have the right. Na gut. Ja, okay, dann gehen wir noch weiter runter. Da wird sich schon was zeigen. Und da ist es weg. Was geht wieder nach oben? Ah! Das überrascht mich jetzt. Okay. Das ist aber eine ganz andere Ebene. Ja. Das ist weder so richtig draußen, noch irgendwie an der Oberfläche, aber es ist irgendwie eine Ebene höher. Ja. Ist da nochmal ein Aufzug? Nein. Okay. Preserving Boluses. Oh, Boluses. Was? 9.999 Appraisals für Hidden Path Ahead? Das kann fast nur ein Cheat gewesen sein, oder? So, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Was ein Hidden Bolus ist. Da. Ravenpie fragt, Hamster Mama, freuen sich schon alle Kollegen aufs Homeoffice bei den Spritpreisen? Ha. Tja. Also ich hoffe ja mal, dass wir noch weiterhin im Homeoffice bleiben dürfen. Auch wenn es am 20. aufgehoben wird, aber ich gehe mal davon aus. Also ich fahre ja mit der Bahn. Und wir haben tatsächlich... Wie, das wird am 20. aufgehoben? Was? Am 20. ist die Homeoffice-Pflicht aufgehoben. Nee, doch. Oder? Aber wahrscheinlich ist das bei euch eh uninteressant und ihr bleibt eh noch weiter im Homeoffice. Ich denke auch. Also... Krabben. Crap. Und bei uns kommen tatsächlich viele mit der Bahn, weil viele in der Nähe wohnen. Wir haben, glaube ich, tatsächlich nicht ganz so viele, die mit dem Auto kommen. Tja. Ist auch eine Riesenkrabbe. Aber ja, das wird. Riesengarnelen! Riesengarnelen! Willst du wirklich versuchen, mit der zu kämpfen? Riesengarnele! Wieder! Da war. Kurz weg. Waren wir kurz weg oder warst du kurz weg? Oh Gott, Riesengarnele! Hat ihren Weg gesucht. Die Riesengarnele macht ihren Weg. Riesengarnele! Ich hoffe, die Zuschauer lieben diesen Akzent. Alle lieben diesen Akzent. Danke. Und es ist wieder so ein Stein. Oder Dialekt. Na dann, okay, also irgendwie... Es ist ein Mysterium. Sieht ihr den Himmel an? Er sieht aus wie der Himmel, den ich in Neuseeland... Naja, das sind Wurzeln. Abgesehen von den Wurzeln. Und Glühwürmchen. Glühwürmchen an der Decke. Es sieht aber auch irgendwie richtig gut aus, das Spiel, muss ich sagen. Es gefällt mir. Es ist gut gemacht worden. Ich bin sehr glücklich, dass es so flüssig läuft auf meinem Rechner. Und seit dem letzten Patch, sind auch noch mehr von den Slowdowns, die es manchmal gab, rausgekommen. Es wurde auch angekündigt, dass das entfernt worden ist. Da ist ein Grace. Oh ja. Fehlt nur noch die Klinge, um die Parche des Gepäck zu nehmen und dann zum Aufzug zu gehen. Ascopa war kurz weg, nachdem er reingekommen ist. Das habe ich nicht verstanden mit dem Gepäck. Oder wie spricht man das aus? Was? Fehlt nur noch die Klinge, um den... Das verstehe ich nicht. Aber das ist in Ordnung. Fürchtet sich Hamster vor dem Instant Death? Oh. Oh, Minotauren! Was sagst du Minotauren. Zu dem Sternland Wands, den der Hamster trägt? Hallo Wilhelm. Habe heute auch angefangen mit Elden Ring. Etwa 20 Tote bisher bei etwas mehr als einer Stunde. Das... deutet für mich darauf hin, dass du versucht hast, diesen goldenen Ritter zu besiegen. Ich warte ja schon seit 4 Streams auf deinen Kommentar zu der Häresie.
zu der Häresie. Welche Häresie? Oh, Häresie. Okay, Entschuldigung. Welche Häresie? Ich weiß jetzt nicht, ob du damit gemeint bist, aber maybe. Ach so, das Ascopa wird damit angesprochen. Vermutlich. Guck mal, das sind Wald. Far Sternland Avaland ist geil. Kontrolliertes Chaos schreibt, das Spiel ist ziemlich gut optimiert. Endlich mal wieder ein Spiel, bei dem man von einem Finished State beim Release reden kann. Ja, stimmt. Hallo Virusflosse, guten Abend und hallo Glenn. Hallo, oh Tiermenschen. Willkommen, ja wirklich. Es ist ein mysteriöses Gebiet, das bestimmt in der Lore ganz detaillierte und genau und im absurden Detail ausgearbeitete Hintergründe hat, die wir noch nicht verstehen. Minotauren. Wilhelm hat auf deinen Kommentar geschrieben, nein, Kopf voran in das Lager gerannt und mich in dem ersten Dungeon im Tutorial versucht. Daher die 20 Tote. Ah, in das Lager. Welches Lager? Wahrscheinlich am Anfang irgendein Lager. Vermutlich. Zwangsläufig. Oh. Wir haben hier ein Beschwörungszeichen. Summoning Pool und können wir auch mit... Oh Gott. Ist das die Krabbe? Mr. Krabs. So, jetzt muss ich noch... Und wir haben ein Obelisk. Wir können die Flamme erleuchten. Das hat bestimmt nur Vorteile, wenn wir diese Flamme hier entzünden. Und es ist alles voller Tiere. Jetzt frage ich mich nur, wo ist Orion? Wo ist Orion? Wohin? Aber es sieht wirklich sehr, sehr interessant aus hier. Oh, wir haben eine Karte gefunden. Oh meine Güte, was ist das denn hier? Die Underground Map. Tatsächlich. So, Hamster, jetzt beginnt das Spiel langsam. Gibt's eigentlich auch Quests oder ist das nur Hack and Slay? Naja. Also es gibt nicht diese... Ach, Es gibt nicht diese Quests wie bei World of Warcraft, bei denen man sagen würde, okay, jetzt hier Ausrufezeichen über dem Kopf, geh dahin. Es gibt schon Quests, aber die sind subtil in der Welt verwoben. Oliver Wagner meinte, dass mit dem fehlt nur noch die Klinge, um den Pagen das Gepäck zu nehmen und dann zum Aufzug zu gehen. Das sind sogar drei von denen. Ganz am Anfang gibt es ein Soldatenlager nach dem Händler, bevor man das Pferd hat. Tja. Das kann passieren, dass man da einige Tote stirbt. Orion macht Winterschlaf. Sammel 3 Felle und 4 Bären. Oh Gott, ich hasse diese Quests. Das sind die schlimmsten Quests aller Zeiten. Seid ihr auch schon vom Auto auf Pferd umgestiegen, weil Sprit nicht bezahlbar ist? Hallo an Ares. Also dadurch, dass wir ja Carsharing betreiben und nicht so oft tanken müssen. Hi Ares. Und tatsächlich sehr, sehr selten mit dem Auto fahren, müssen wir das zum Glück noch nicht machen. Kontrolliertes Chaos schreibt, es gibt auch Quests. Allerdings haben die Geber kein Rufzeichen über dem Kopf. Und man kann Questziele verfehlen, ohne es zu merken. Dark Souls ist da beinhart. Ja, Dark Souls ist da eiskalt. Das ist dem total egal. Die drei Euro pro Liter packen wir noch. Oh je, das wäre ja echt heftig. Oh, was ist das denn? Wir haben einen neuen Gegenstand erhalten, der uns etwas Lore erzählt. Nämlich das Inverted Hawk Heater Shield. A medium-sized metal shield easier to handle than a kite shield. The Inverted Hawk is the emblem of the Company of Slaves ordered to explore the Eternal City. Also das hier ist wohl die ewige Stadt und eine Kompanie der Sklaven. Ist hier unterwegs gewesen. Ascopa schreibt, seitdem ich meinen Führerschein gemacht habe, bin ich irgendwie komplett aufs Fahrrad umgestiegen. Das glaube ich ist von gut. In jeglicher Hinsicht ein Vorteil. Das stimmt. Ja, wir wohnen ja sehr... Also zum Field. Das ist die ewige... Guck mal, da oben, da kommen wir auch noch hin. Ja, das stimmt. Das ist ein Tempel.
Also wir wohnen ja sehr, sehr stark am Berg und das Einzige, was wir machen, ist, wir gehen einmal pro Woche einkaufen und wir gehen alle 2 Wochen zu Hamsters Eltern und dann fahren wir ab und zu, also würde ich sehr selten, dann nochmal vielleicht einmal im Quartal nochmal irgendwo anderes hin. Sollen wir in den Tempel gehen? Ich geh mal in den Tempel. Flixbus fährt immer. Hallo Arctic King X. Wir sind wieder, ja. Danke. Okay, es geht los. Es wird interessant. Okay, da kommt Boss, da kommt Orion. Kontrolliertes Chaos schreibt, wenn man Quests in einem Durchlauf nicht mehr erfüllen kann, weil man beispielsweise einen Questgeber tötet, muss man ein neues Spiel starten. New Game Plus. Mhm. Ja, das stimmt. Der gute alte Fußbus. Richtig, Ares. Beast. Der Fußbus. Da kommt ein Boss. Bin ich ausgestattet? Wir werden sehen. Wenn der auf 3 Euro steigt, zünde ich den Passat an. Da passen 80 Was? Liter rein. Disappointment! Überraschend. Wirklich überraschend. Why is it always stars? Oh je, wenn das die Hohlerde Gläubigen sehen, dann werden sie jubeln, vermute ich. Ja, dann gibt's hier wohl irgendwie erstmal nichts. So wie das hier aussieht. Unter Umständen sperrt es uns ein, wenn wir wieder rausgehen wollen. Ich meine, es blutet sogar. Was für ein Spiel. Hat einen einfach gekorbt. Einfach reingelegt. Ziemlich gekorbt. Was für ein Spiel. Ares schreibt, naja, die Welt ist schön. Jetzt hat man einen Anreiz. Abzuspecken, durchlaufen, laufen. Oder man ist im Homeoffice und muss sich dann in den Hintern treten, dass man sich ein bisschen bewegt. Oh Gott, ich mach kaum noch Sport. Gerade. Ich schon. Ich bin da ziemlich eisern. Wenn ich mit dem Bus und Bahn fahren müsste, würde ich jeden Tag spät zur Arbeit kommen. Ja, das verstehe ich. Ich muss tatsächlich auch sehr viel früher aufstehen, wenn ich zur Arbeit fahren muss. Deswegen bin ich ja auch so früh übers Homeoffice. Hamster hat das Ende der Erde erreicht. Flat Earth Kreationismus proved. Mhm. Askop hat gesagt, komm, geh mal weiter, Hamster. Ja, mach ich doch. Hallo Tom Wu, willkommen. Hi. Und im Ares geht es genauso. Wenn er mit den Öffentlichen fahren würde, würde er später zur Arbeit kommen. Es werden irgendwie immer mehr von denen. Aber sie sind zumindest sie sind gut sichtbar. Oh mein Gott. Oh meine Güte. Ich würde einen Tag später kommen, weil hier nichts fährt abseits der Hauptverbindung. Bei uns ist es mit den Jahren besser geworden mit der Verbindung. Deutlich besser. Das sind wirklich viele. Aber ich bin trotzdem froh über das Homeoffice, weil dadurch gewinne ich sehr viel mehr Zeit und kann sehr viel mehr Sport machen. Was mich super freut. Ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen so. Sehr gut. Und tschüss. Ferdinand! Das hast du richtig gut gemacht. Aber du hast das Licht oder das Feuer angemacht. Was auch immer dir das gebracht hat. Virusflosse, lach dich ein bisschen aus. Ja, danke.
Ich dachte, das Pferd kann nicht darunter fallen. Hat es keinen Selbsterhaltungstrieb? Oh Gott, was ist das? Oh Gott. Wild. Ganz schön wild. Oh, das neunte diese Feuer, die muss man bestimmt alle entzünden. Ares schreibt, so geht es mir auch, Raven P. Deutschland, ein Land für Bus und Bahn. Es ist super klasse, bestimmt. Wow, wow, ich bin ja schon fast wieder tot. Obwohl wir tatsächlich immer noch Glück haben, obwohl wir ein bisschen am Arsch der Welt wohnen. Kontrolliertes Chaos schreibt, in Wahrheit ist der Ölpreis auf dem Stand von 2004. Im Moment bereichert sich der Staat. Hä? Was soll das bedeuten? Zwinker-Smiley. Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Es ist kontrolliertes Chaos. Okay. Arctic King schreibt, äquivalent zum Panic Roll, die Klippe runterfallen. Richtig. Man soll ja nicht bei Aral und Shell tanken. Ich tank bei Hessol. Scooter, das alte Hessol. Das gibt's bei uns leider nicht, diese Tankstelle. Achtung, Spoiler. Nein, ich will nicht gespoilert werden. Oh ja, hallo, der Wächter. Ich sag dir jetzt das nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Raven P schreibt, damals war aber der Dollar-Euro-Kurs ein anderer, weil Öl ja in Dollar abgerechnet wird. Alles. Okay. Und wir in Euro an der Zapftolle bezahlen. Tja. Also, was ich dir schon mal sagen kann, ohne dich zu spoilern, du hast recht, du musst auf jeden Fall einige dieser Säulen anmachen. Die müssen wir alle anmachen und dann wird wahrscheinlich dieses eine Vieh erwachen. Lebendig. Und im Chat steht, wie viele es sind. Nur damit du schon mal Bescheid weißt. Hier sind irgendwie alle diese Gegner. Was sind das hier? Das sind die Giftblumen. Ja, ja. Korrekt, aber das ergäbe keine so große Teuerung. Ah, okay. Du bist vergiftet übrigens, Hamster. Okay, und du willst jetzt hier stehen bleiben? Erhoffst du dir davon was, dass du sie umbringst? Oh, meine Güte! Ich habe eigentlich erwartet, dass ich mehr Schaden an dem Ding mache. Tja. Aber hier ist ja gar nichts. Doch, da liegt was. Oh, da liegt was. Aber es ist, naja. Ja, Ölspekulanten machen dicke Gewinne. Tja, es gibt immer Gewinner und Verlierer. Ja, warum nicht selbst spekulieren, wenn es so einfach ist? Okay, also wie viele der Säulen haben wir jetzt schon angemacht? 2 oder 3? 3. Gut. Dann fehlen noch. 75. Richtig. Heizöl und Diesel haben ja eher... Was? Haben ja aber dasselbe Vorprodukt. Machen doch gerade alle den Heizungstank voll. Deswegen ist ja aktuell Diesel teurer als Super. Na gut, zum Glück tanken wir kein Diesel. Und müssen auch nicht so oft tanken. Aber die sind nicht so stark. Die sind schon eher schwächlich. Ah, das sind gar keine Tiermenschen. Die haben nur besonders große Helme auf. Ein mysteriöses Gebiet. Wo gehen wir hin? Hab in Hamster spekuliert, aber bis jetzt nur Minus gemacht. Immerhin Unterhaltung bekommen. Stimmt. Ist da nicht auch ein Grace? Da. Ja, richtig. Und da ist nochmal so ein Ding zum Anzünden. Aber du solltest erst zum Grace. Ja. Würde ich dir empfehlen. Ja. Also ich fände das ja auch cool, wenn ich in der Lage wäre, durch Spekulation Fettkohle zu verdienen. Also dagegen hätte ich jetzt auch nichts. Aber ich glaube, der Markt für Öl ist groß. Er ist sehr groß. Du musst darüber. Darüber? Nee, genau. Aber dafür bald kiffen in der kalten Bude, da wird's vielleicht warm. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass das geht. Vielleicht erleben wir gerade eine Auslotung der Schmerzgrenze für die Energiewende. Ja, so wie die Heute-Show geschrieben hat. Energiewende durch Energieende. Das fand ich sehr gut. Ja, wie es halt so ist.
Man macht erst was, wenn es weh tut. Ja, und zwar so richtig. Erst, wenn es weh tut. Bei uns ist der Landkreis von der Fläche her die Hälfte des Saarlandes oder dreimal Malta. Dreimal Malta. Unser Landkreis ist nicht so groß, aber halt sehr bevölkerungsdicht, weil Baden-Württemberg sind ja irgendwie alle tendenziell eher bevölkerungsdicht als in anderen Bundesländern. Und wir wohnen ja jetzt auch nicht allzu weit weg von der Landeshauptstadt. Ja, Zum Glück hast du einen. Nervt mich noch ein bisschen. Gefunden. Zum Glück kriege ich auch Lebensenergie für kritische Treffer zurück. Jetzt. Die lassen auch nichts fallen. Und Runen geben die auch nur so ein paar. Tja. Wir können immer noch die Möbel verbrennen, da wird's schön warm. Ja, wir haben auch einen Kachelofen, also im Zweifel müssen wir halt im Wohnzimmer schlafen. Ist ja okay. Ja, das wäre auch noch okay. Wird ja eh jetzt warm. Obwohl, es soll ja jetzt diese Woche, nee, ja doch, soll ja noch ein bisschen kälter werden. Aber dann wird's wieder ein bisschen wärmer. Hey, der hat mit seinem Fuß gesteppt. Hier steppt der Bär. Hier, Pick-up-Item. Der hat irgendwas fallen lassen. Oh ja. Endlich dünne Bestien. Knochen. Hast du jetzt. Ah doch, du hast die Säule angemacht, gell? Ja. Ja, okay, also hast du 4. Ich möchte nur mitzählen, damit wir es wissen. Oh! Oh, da ist wieder sowas. Love. Travel to another location. So wie bei der während des Siege. Aber ich bleib jetzt erstmal hier. Wie geil. Oh, das ist alles so ein Ding. Holz soll ja auch bald verboten werden, weil in Rumänien die Wälder für Pellets abgeholzt werden. Also wir haben ja keinen Pelletofen. Wir haben einen Ofen, der ganz normal mit Holz gefeuert wird. Und das reicht uns auch noch für eine Weile, wenn es hart auf hart kommt. Yay, square off. Try jumping. Mhm. Hört sich nicht so gut an. Was ist nochmal Sacrifice? Opfer. Danke. Danke, liebstes Hamster. Hm. Oh, ist da hinten nochmal eins? Da ist nochmal eins. Da ist nochmal eins. Nächsten Winter. Oh Gott, Ratten. Wird es interessant. Seht sie euch an und die tapsen schon wieder. Und war da unten nicht auch noch eins? Da war auch noch eins. Also. Nächsten Winter wird erst interessant bezüglich Öl und Gas. Haushalte zu beheizen ist eine Sache. Die Industrie benötigt auch eine Menge Öl und Gas für ihre Produktion. Ja. Das ist korrekt. Jeder braucht Energie. Au! Oh! Ah! Lass mich doch in Ruhe. Ich habe das Gefühl, das ganze Spiel ist komplett derailed worden von diesem Untergrundbereich. Ravenby schreibt, alleine Bayerwerk in Leverkusen braucht bei Elektrifizierung so viel Strom wie ganz Deutschland heute. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hat euer Kachelofen auch die richtigen Emissionswerte? Durfte erst einen neuen Einsatz für 3000 Euro kaufen? Ohne Worte. 3500. Also, das ist ja nicht unser Kachelofen. Das ist ja der meiner Eltern. Also, der bei uns ist soweit alles okay. Der Kaminfeger kommt doch regelmäßig und der nimmt das ja ab. Ich glaube, das ist soweit alles okay. Ich würde erstmal. Mach doch erstmal das. Wie soll ich das denn machen? Die werden sich dann. Du bist doch unverwundbar, während du das machst. Ja. Oh Gott, was machen die? Sie preisen irgendwen? Preisen die die Sonne? Die gibt's aber hier unten nicht. Wir brauchen ja im Sommer kein Holz und Öl. Ah, oh, meine Fresse, was war das denn? Deswegen habe ich doch gesagt, erst das anmachen, damit du gar keine Probleme hast. Danke. So bin ich zu dir. Baujahr, ich habe keine Ahnung, Glenn. I don't know. Aber es ist schon relativ alt, da war ich noch relativ klein. Also bestimmt schon 20 Jahre, mindestens, würde ich jetzt mal vermuten.
Holz ist meines Wissens klimaneutral. Ein Baum gibt als Brennmaterial nur Stoffe ab, die er im Wachstum aufgenommen hat. Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ach, endlich haben wir Fell zum Anziehen. Dann erkennen sie mich vielleicht nicht mehr. Doch, ich glaube schon. Raiment fashioned from Grizzly Pelt, worn by ancestral follower warriors. Also die Krieger der uralten Folger. Hallo, Fufi. The ancestral followers keep their distance from the earth tree, awaiting new buds. Soll ich uns noch was zu trinken bringen? They are certain to sprout from the very flesh. Na dann, machen Sie noch mehr Licht. So, ich bin so verloren. Lost in space. Okay, haben wir sie bald alle? Es geht ja immer noch weiter. Wie viele haben wir jetzt? 5? Ja, wahrscheinlich. Und da unten ist auch noch mal eins. Mhm. Da war noch Material, aber es ist überall, das Material. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Willst du da nicht noch kurz runtergehen und das unten noch anmachen? Ja. Glaube, da ist vom Umweltbundesamt eher die Argumentation mit Feinstaub und Luftqualität. Und man darf halt auch nicht vergessen, jedes Bundesland hat ja einfach irgendwie seine eigenen Regelungen. Und manchmal geht's und manchmal geht's irgendwie nicht. Und also es ist ja schon auch interessant, was in manchen Bundesländern geht und in welchen nicht. Und als Popa warnt sich vor, jetzt wird's lustig. Jetzt ist es lustig. Jetzt ist es wohl richtig lustig. Ich dachte, das ist schon die ganze Zeit lustig. Packt ihr auch Solar auf dem Dach, haben Sie, Mama? Leider noch nicht. Aber es ist auch nicht unser Haus. Aber wir haben doch Warmwasser. Also wir haben immerhin Solarthermie. Solarthermie, genau. Aber ja, es ist nicht unser Haus, sprich, wir haben da nur bedingt Einflussmöglichkeiten. Ja, und das ist zwar gesagt und ich würde es auch sofort machen, weil, wie wir alle wissen, jedes Geld, das ihr jetzt für etwas ausgibt, was euch in der Zukunft spart, ist eine Investition vielfach wert. Aber wir haben ja zumindest was für warmes Wasser. Ah. Was für ein Agro-Typ. Und sehr gut. So, einer war noch da hinten. Und... Ah, schade, da du auf dem Pferd saß, konntest du nichts machen. Autsch. So, dann ist das jetzt das sechste. Mag sein, Feinstaub und Luftqualität halber allerdings hat nichts mit dem Klima zu tun. Zumindest ist die Feinstaubbelastung in der U-Bahn am höchsten. Kein Regen, immer klein gemahlener Staub. Okay. Okay, das war jetzt das sechste. Ich zähle nur mit, damit wir das wissen. Schafe haben wir auch. Was sagt ihr? Die sagen mäh. Immerhin. Sie sagen ganz eindeutig mäh. Immerhin. Okay. Ah! Dann komm an den richtigen Kaminkehrer. Alles, was vor 2000 gebaut bzw. installiert wurde, müsste eigentlich außer Betrieb genommen werden. Wie das in Baden-Württemberg ist, weiß ich nicht. In Bayern ist es aber so. Also, wie schon gesagt, unser Kaminfeger ist soweit zufrieden. Also, bei uns war tatsächlich noch gar nichts. Wenn mich mein Beruf nicht quer durch die Welt schleifen würde, würde ich ein Haus kaufen, damit ich mitreden kann. Ich habe einen Hund, der mich warm hält in kalten Nächten. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm, durch die Weltgeschichte zu reisen. Das ist ja auch was, was wir uns vorstellen können. Ja. Ich meine, wir wohnen hier ja, weil wir das Glück haben, sehr bzw. mietfrei zu wohnen, deswegen wohnen wir hier. Mietfrei bei den Schwiegereltern. Und wie ein Kind. Das ist so schön. Ach, aber nur weil du gerade so ein bisschen aggro drauf bist. Was denn? Oh meine Güte, wie viele verkackte Ratten sind das denn noch? Die Scharfschützen one-shotten dich, wenn sie zweimal. Wenn zwei auf einmal schießen. Ach, guck mal, ist einfach schön.
Ja, das habe ich schon gemerkt. Die machen richtig viel Schaden. Und die treffen auch richtig gut. Und hast du nochmal eine Säule gefunden? Da hinten ist bestimmt eine. Da oben ist bestimmt noch irgendwas. Sieht mich immer noch. Holz als Heizmaterial zu verbieten wäre Blödsinn, wenn es schon in Europa ein so häufig vorkommendes Material ist, in Klammer Regionalität. Was ich mir vorstellen könnte, wären Filter für die Holzheizung. Uhuhu. Ja, das kann natürlich sehr gut sein. Oh Gott. Es gibt Friendly Fire, nur als Tipp. Ich hab's gerade versucht. Fewfeet fragt, gehört Elden Ring zur Dark Souls-Reihe oder ist das nur der gleiche Entwickler? Es gehört zur Dark Souls-Reihe. Es ist der gleiche Entwickler. Alle diese Spiele gehören zu den Souls-like Games. Gleicher Entwickler. Es heißt zwar nicht Souls, aber... Es ist schon sehr ähnlich. In der Mechanik zumindest. Ja. So. Ich hole uns mal was zu trinken. Nein, 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 nein! Oh Gott, nein! Das sieht doch alles machbar aus. Gott, oh Gott, oh Gott, lauf! Fucking lauf! Okay. Okay. Wir haben es geschafft. Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Ich höre, du hast unfassbar Spaß. Okay, Und warum, wo waren die Sargos-Cuts? Meh. Ich sehe sie aber nicht. Oh. Meh. Also, gleich kommt Throat the Unclean um die Ecke bei so vielen Riesenratten. Mhm. Ist ein Souls. Born ist aber nur ein geistlicher Nachfolger von Dark Souls. Elden Ring hat keine Seele als Spiel, weil es nicht Souls heißt. Trotz all dem mag ich kein Rapsöl. Hat Oliver Wagner noch geschrieben. Kontrolliertes Chaos hat geschrieben. Ich vermute, das ist ein Prequel zur Dark Souls-Reihe. Ich vermute es deswegen, weil in Dark Souls 3 Riesen so gut wie ausgestorben waren und sie hier recht häufig sind. Oh, wir haben einen Clarifying Horn-Charm. Der Ansturm one-tappt dich, auch wenn er gut trifft. Mit Pferd ist keine gute Idee durch den Ansturm. Hallo Immun 58. Berühmte letzte Worte. Raven P, wir haben es geschafft. Ist gleich tot. Und das Koper fragt, tolles Gebiet, oder?
Ja, das war schon ganz okay. Beste. Okay, aber hier geht's weiter. Oh mein Gott. Aber heißt das jetzt, wir haben schon alle von diesen Dingern angezündet? Nein. Nein? Im Mai hast du wegen Raps ein gelbes Auto und die Pflanze braucht zu viel Landschaftsplatz. Wie viel hast du? 6. Dann fehlen noch welche. Aber willst du nicht mal mit dem Aufzug weiter? Nein? Okay. Ja, doch, doch, doch. Ah, es wurde geschrieben, nee, da geht's raus, aber ich würde da... Oh, das ist nochmal ein Grace. Hast du das gerade schon gesehen? Nein, ich glaube nicht. Cool. Und da kann man Leute beschwören. Exakt. Gucken wir mal. Da geht's raus, das heißt, hier ist irgendwo noch so ein Feuerding, nehme ich an. Es, ja. Nun gut. Ich warte, bis die Motoren mit Kartoffelschnaps fahren können. Kartoffeln, das mögen die Deutschen doch. Wer mag's nicht? Ich bin nicht so der allergrößte Kartoffelfreund. Also ich bevorzuge Nudeln, aber ich mag natürlich trotzdem Kartoffeln. In Brasilien fahren die ja mit Zuckerrohrethanol. Oh, man nimmt, was man kriegen kann. Und Zuckerrohr ist ja auch nachwachsend und auch relativ schnell. Das sind unsere Seelen. Es gibt Filter wie zu. Nein. Es gibt Filter für zum Beispiel Kachelöfen, aber das ist in meinen Augen absoluter Schwachsinn, zumindest finanziell. Askopa schreibt, ich dachte Sauerkraut. Ja, aber du brauchst ja noch eine Kohlenhydratbeilage und da sind die Kartoffeln, glaube ich, die erste Wahl der Deutschen. Also ich trinke den Kartoffelschnaps lieber. Wäre Kartoffelschnaps nicht Wodka? Kartoffelschnaps ist doch nur einfach Wodka. Das stimmt. Man kann aber Wodka auch aus was anderem machen, oder aus Weizen? Ich dachte, man kann es auch aus Weizen machen. Ich dachte, Wodka ist per Definition Kartoffel? Aus Kartoffeln. Ah, okay, das kann natürlich sein. Hallo Mimi, Frankenfranz, guten Abend und willkommen. Hi. Oh Gott, warum kann ich dieses Ding nicht einsammeln? Weil du zu schnell vorbei joggst oder reitest. Jetzt. Okay, also ich habe gehört, hier gibt es nochmal irgend so ein Ding zum Anzünden, an dem ich vorbeigetreten bin. Also ja, ich weiß nur, wie viele es insgesamt gibt. Es gibt noch eines mehr. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Ich kann dir nur... Oh, hier gibt es noch genug Gegend. Weizenschnaps ist doch Whisky. Weizenschnaps ist Whisky, ja. Thüringer Würste plus Sauerkraut und Kartoffeln. Richtige Allmann-Mahlzeit. Also als Kopa, bei uns sind es Linsen mit Spätzle. Golden und Sea. Maultaschen natürlich. Oh, ach, das haben wir schon angezündet. Weizenschnaps wäre dann Whisky bzw. Scotch oder maybe ein Kornschnaps. Und es gibt ja auch, wie zum Beispiel Gin. Da ist die Grundlage irgendwas. Nicht so wichtig, genau. Da kommt es auf den Wacholder an. In Brasilien gibt es keinen guten Kuchen, weil sie keinen Zucker haben. Raven P. Ist das wirklich wahr? Ist da hinten was? Oder ist das nur Verarsche? Tja. Gin ist Wacholder. Also ja, ist halt mit Wacholder angesetzt. Aber die Basis ist halt entweder Weizen, Kartoffel oder irgendwas. Hamster Mama, die guten alten Gottes-Scheißerle mit Kartoffelsalat. So sieht's aus. Aber für uns... eh nur mit Gemüse. Oder Käse. Irgendwie ist hier nichts. Hier ist nichts. Außer natürlich die... Tod und Verderben. ...zusätzliche Charge für die Flasche, was immer gut ist. Und rollende Ziegen. Wacholder war bei Gothic immer ein Heiltrank. Ja, Wacholder, das ist doch auch... Haben wir das nicht auch gelernt? Dass Wacholder auch so eine heilende Wirkung zugeschrieben wurde? Mhm. All diesen Kräutern, die wir vertilgen. Also wenn hier Items sind, aber keine Säule. Gott, ich hasse diese Leute, die die ganze Zeit hinschreiben, hier ist ein geheimer Weg. Und dann ist da kein geheimer Weg. Nur Tod und Verderben. Try jumping, oder? Incredible.
Wo ist der Ambush? Ich sehe keinen. Tja. Oh, geht's da noch in die Höhle weiter? Und nochmal ein Rune-Arc. Hier gibt's nichts. Alles ist leer. Darf ich das Ukraine-Bundle auf itch.io empfehlen? 991 Spiele für 10 Euro und das Geld wird voll und ganz an die Ukraine gespendet. Oh, das ist jetzt richtig genial. Das ist ja cool. Wilhelm schreibt, Mia hat heute so eine Nachricht mit Secret Path das Leben gerettet. Cool. Kontrolliertes Chaos. Letztens habe ich von einer Firma gehört, die Bier aus Bohnen oder Erbsen macht. Ja. Weil letzten Endes kannst du ja jedes, alles mitnehmen. Du musst es ja nur vergären lassen, um den Alkohol daraus zu machen. Glenn schreibt, ich bleib bei Hefe, Malz und Wasser. By the way, ist leer, bin gleich wieder da. Hm. Alles klar. Es ist schon eine faszinierende Gegend hier und so. So ruhig. Whisky wird hauptsächlich aus Gerste hergestellt. Hallo, Kurtheit. Willkommen. Kurtheit. An die Kurtheit da draußen. Willkommen. Okay, also es fehlt aber, fehlen aber immer noch. Also es fehlt wohl noch was. Ja, da bin ich mir sicher. Sonst wäre wahrscheinlich was irgendwas passiert. Ist da wirklich ein Item oder ist da nichts? Da ist vermutlich nichts. Sehen wir das mal an. Wie wäre es mit einem Milchmotor? Milch haben wir ja genug. Doch, da ist jemand. Okay. Da liegt was. Da ist tatsächlich ein Item. Ja, okay, jetzt muss ich da hin. Natürlich. Hoffen wir nur, dass wir nicht runterfallen. Bier hat in Deutschland ein Reinheitsgebot. Wer sich nicht daran halten kann, macht kein Bier, sondern gering alkoholische Brühe. Wie wär's, wenn du dein Pferd einfach, also von deinem Pferd absteigst? Ich bin dagegen. Ohne Pferd hätte das nicht funktioniert. Wie bei Cyberpunk, so ein E-Fuel aus einer Alge. Ja. Stone Salt Tea! Es hat sich gelohnt. Oder Hamster? Ja. Ich frage mich allerdings nur, warum hier keiner ist, der mich beschießt. Wie das bei Souls eigentlich so üblich sein sollte. Oh ja. Yeah. Erinnerst du dich noch an diese Kackstelle in Manolondo? Das war meine Lieblingsstelle. Das weiß ich. Das war unsere aller Lieblingsstelle. Jetzt bin ich aber schon ein bisschen überrascht. Ah ja, Wilhelm Funk, das stimmt, die dürfen es wohl auch nicht als Bier verkaufen. Ja, nö. Du kannst, ist das, dann ist das halt irgendein anderes Mischi-Maschi. Aber halt kein Bier, ja, das stimmt. Und die Ratten, die beten sie an, also wie es aussieht. So, jetzt müssen wir noch auf die Suche gehen nach den anderen Säulen. Wie viele gibt's denn noch? Ist halt wie beim Pilsner oder Ähnlichem. Kann ich da reingehen? Da gilt ja das Reinheitsgebot auch nicht, soweit ich weiß. Ich geh da mal rein, als sehen, was passiert. Sicher? Nö, aber das ist ja da. Okay. Hamster, du bist ganz schön mutig. Mhm. Oh, das ist wieder der Anfang, oder? Ja. Ach, hier, ich habe die ganze Karte. Ich geh mal hier hin. Das beste Restaurant in der Prime Hive City von Necromunda. Oh, welches ist das? Oh, da ist noch eins. Wie konnte ich das denn übersehen? Tja. Ne, das ist schon an. Ah, Mist. Nerv sehr. Die Dinger machen. Oh, jetzt kann man hier sehen, es fehlen noch zwei. Tja. Es fehlen noch zwei. Das war der vorherige Spoiler, aber du hast es ja jetzt selber geblickt. Ja. Okay, das heißt, hier gehen wir nach vorne. Wo könnte da noch was sein? Hier in diesem Bereich, glaube ich, war ich noch nicht. Ich bin hier entlang gelaufen. Dann war ich hier. Ah, okay. Zwei Stück fehlen noch. Ja. Exactement. Ah! Wild. Oh, wir haben zum ersten Mal einen Bogen. Oh, meine Güte, mein erster Bogen.
Hast du aber auch Pfeile? Da ist tatsächlich auch noch ein Item. Danke, Souls. Richtig gut. Golden Rune. Habe ich Pfeile? Ich denke schon. Ich habe bestimmt welche eingesammelt über die Zeit. Okay. Und was hauen die? Die Steine, ist doch klar. Na dann. Ah. Oh, da ist nochmal was. Ist alles voll. Ja. Ja, wahrscheinlich ist da hinten noch irgendwas. Warum läufst du in die andere Richtung? Ja, ich guck mich um. Ach so. Okay. Du meinst da hinten? Wo ist dieses da hinten, von dem du redest? Da, geradeaus. Hier? Also ich weiß nicht, ob du da schon warst, deswegen... Ah! Da. Oh Gott. Ah doch, das hast du schon an, oder? Na. Dreh dich mal um. Ja, das ist schon an. Ah, das ist schon an, okay. Okay, die Typen, die irgendwo so im Nichts stehen und einen abfangen wollen, die sind schon ein bisschen nervig. Verstehe ich nicht. Das ist in Ordnung. Glücklicherweise waren da jetzt nicht so viele Seelen drin. Deswegen kann es mir ein bisschen egal sein. Okay. Und alles ist voller Ratten. Und ich mag diese Ratten. Die sind... Das sind sympathische Ratten. Es ist ein Ort der Natur. In der Dunkelheit. Und das ist gut. So, da waren wir. Da waren wir schon überall. Ja. Gucken wir mal hier hin. Laufen wir uns noch hinterher? Nee. Oh, da sind aber dafür kommen noch neue. Die sind überall und klopfen auf dem Boden rum. Oh, da ist noch eins. Wunderbar. Ja, das sind Rentner, die stehen immer im Weg. Ja. Wuhu! Hallo, Krabbenstein. Na, willst du das einfach kurz anmachen? Ich mach's einfach kurz an. Einfach kurz an. Weil Hamster es kann und du bist ja dann auch verwundbar in dem Moment. Unverwundbar. Unverwundbar, ja. Okay, fehlt noch eins. Bevor wir endlich gegen den Ziegengott, den Ziegendämon kämpfen können. Wo ist er? Ist wahrscheinlich auch irgendwo hier in der Gegend. Ich nehme Hinweise entgegen zu diesem Moment. Hinweise sind erlaubt. Darauf wird gebaut. Ein Königreich für ein Pferd. Wer hat's gesagt? Mhm. Ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd. Das ist irgendwie aus Shakespeare, glaube ich. Oder sie sind nur auf Twitch und haben 1 Million Follower wie Monte. Wer ist das? Wahrscheinlich irgendein Twitch-Streamer? Würde ich jetzt mal aus dem Kommentar heraus vermuten. Eine bizarre Vorstellung. Hier gibt's auch Riesenkrabben. Einhaut, hat Wilhelm Puck geschrieben. Es gibt überall Riesenkrabben. Riesenkrabben. Oh. Das sind deine Seelen. Gut. Das sind nur 2800. Wer braucht die schon? Gut, also eins fehlt noch. Und wo ist dieses eins? Oh, Moment, das sieht doch ganz gut aus. Der Hamster hat recht, Richard der Dritte von Shakespeare. Das wäre ja echt krass. Ah! Nett. Das sieht doch nach was aus hier.
Sehr gut. Okay. Monte ist doch der leckere Schokopudding. Ach so. Ah, okay. Ja. Da hinten hängt einer rum. Oh ja. Monte, Montana Black. Ziemlich erfolgreicher Content Creator, aber nicht so mein Fall. Ja, den muss man mögen, aber der hat ein paar Memes. Ist das nicht der, der das Meme hat? Weiß nicht, Digga. Weiß nicht. Oh, cool. Wie komme ich da rum? Timestop. Ich brauche wieder einen vernünftigen Total War Warhammer 3 Stream. Die letzten waren eher so meh. Da kannst du ja nichts dafür. Ich bin aber auf Entzug, hat Glenn geschrieben. Okay, was würdest du gerne sehen an Total War Content? Ich bin kurz davor, wieder Warhammer 2 zu installieren. Oh Gott. Ich hänge fest. Mist. Sein, hier geht's auch noch irgendwo hin. Hm. Eventuell, ja. Das Moment ist mal, doch jetzt. Da ist doch noch eins, oder? Ah, ne, da war ich auch das schon. Das ist schon, ja. Das ist doch jetzt wieder Single und hat seine. Ach ne, der ist doch jetzt wieder Single und hat seine Fans mit NFTs abgezockt. Was? Tja. NFTs. Komm, ich heb das mal. Ja, okay. Sag es, Cat Baby ist leider runtergefallen. Oh nein. Achso, wenn du sagst, Cat Baby. Sag es, Cat Baby. Gute Nacht, Leute. Danke, Wilhelm, dass du dabei warst. Jo, bis bald. Bis zum nächsten Mal am Samstag, glaube ich. Ist hier vielleicht noch was zum Anzünden und ich habe es nicht gesehen? Multiplayer-Kampagne ist mir total egal, hat Glenn geschrieben. Multiplayer-Kampagne ist dir egal, ja, okay. Ja, ich glaube, Multiplayer finde ich gerade auch am interessantesten. Weil. Boah, hier ist ja mal laggy. Da hat's gelaggt. Oh, ist das nicht der Anfang? Ja, da war ich noch gar nicht. Ja. Ich habe noch gar nicht den Weg hierhin gefunden. Ich glaube, die Multiplayer-Kampagne ist so ein bisschen. Das ist zwar cool, mit anderen zusammenzuspielen, aber auch irgendwie. Ich glaube, da machen wir lieber Multiplayer. Eine Runde Domination-Multiplayer. Oder ganz normal, das. Oh, Moment, da ist eine Leiter. Nee. Raven B hat richtig erkannt. Jetzt läuft das Pferd schon langsamer, jetzt wo du nichts mehr Rotes anhast. Aha. Okay, das letzte. Der Workshop wird das Spiel retten, sage ich euch. Auf jeden Fall. Da bin ich auch davon überzeugt. Nee, da warst du schon. Da war ich schon. Da bist du schon lang gelaufen. Oh, hier geht's ja hoch. Weiter. Meine Güte, bin ich klug. Du solltest unbedingt mit Speer auf Pferd versuchen. Speer auf Pferd? Ascopa, du kannst uns doch bestimmt helfen, wo das letzte. Das letzte. Die letzte Säule ist. Ja, wird Modder. Werden es regeln. Wo ist der Part? Hamster erst in 18 Minuten Strip, Mann, gesagt. Strip, strip, strip. Stimmt, wegen 23 Uhr. Wo ist denn. Wenn er dann noch mal kommen sollte. Wo ist der Path? Der Path. Ist doch kein. Ist es nicht Direction? Hm. Situations, Actions. Skill. Jumping. Jumping ahead. Ich hoffe, ich werde endlich geheilt durch diese Nachricht. Mir ist irgendjemand runtergefallen. Ein Zauberer. Ich habe nicht alle mitbekommen. Okay. Welche? Also alle der Säulen. Weil ich habe Ascopa gefragt, ob er uns maybe helfen kann. Ich bin zwar schon recht weit im Spiel, das hier habe ich allerdings nie gemacht. Okay. Im Zweifel kann ich natürlich oh noch. Oh Gott, das sind noch mehr von denen. Also im Zweifel kann ich auch nachgucken, Hamster, wenn dir das lieber ist. Das ist okay. Also was jetzt? Ist das gut, was die da machen? Bestimmt. Ich gehe woanders hin. Okay, da ist nichts. Gut. Da musst du jetzt wahrscheinlich da nach unten.
Und dann kannst du da noch runterspringen, bestimmt. Moment mal, ist da wirklich nichts? Tatsache. Nichts. Aber da kannst du doch jetzt bestimmt runterspringen. Glaub auch. Was hier? Ja, hier ist doch bestimmt. Da, ja, genau. Oh Gott. Ich glaube, man darf nicht einfach so runterspringen, weil man stirbt. Ja, ja. Da vermute ich. Nee, da kannst du doch runterspringen. Guck mal da. Da? Nee. Doch, genau da. Also da hätte ich jetzt gesagt, dass du da runterspringen kannst. So, gute Nacht, Leute, muss ins Bett. Gute Nacht, Oliver Wagner. Danke für deinen Besuch. Warst. Ja, wir können auch nicht mehr ganz so lange machen, Hamster-Chan. Ja. Ich weiß, es ist blöd. Du willst nämlich gerne weiterspielen. Ja, das stimmt. Das hast du gut gemacht, Hamster. Danke. Und Oracle Bubbles. Bubbles. Ja, komm, den letzten will ich schon noch kriegen. Ja, das ist ja auch okay. Ich hab ja auch nur gesagt... Hamster, mal hör auf zu sagen, dass ich nicht darf. Endlich hast du jetzt dieses Item mitgenommen, an dem sie mir jetzt schon dreimal vorbeigerannt. Mhm. Vielleicht ist es da unten? Nee. Da ist nur der Tod. Der ist hier überall übrigens. Vielleicht geht dann auch die Türe da auf, wenn wir alle angezündet haben. Und den Boss besiegt. Keine Ahnung. Kommt dieses Ding? Kommt das noch? Ja, das kommt noch. Es dauert einfach nur ein bisschen. Und der fährt schon mal. Hopp. Ist ein hübscher Aufzug. Wirklich hübsch. Guten Abend, Tobias. Hi. Willkommen. Willkommen im Elden Ring Stream, aber keine Sorge, es wird spätestens an diesem Wochenende auch mal wieder Warhammer Stream geben. Wurde schon gewünscht. Man muss mir nur überlegen, was wir genau machen werden. Das heißt, Vorschläge und Wünsche können entgegengenommen werden. Welche legendären Kommandanten könnten für die Zwerge noch kommen? Bin ein Zwergenspieler, hat Kontrolliertes Chaos geschrieben. Puh, dann kennst du wahrscheinlich mehr Zwergen, legendäre Zwergencharaktere als ich, weil Raven, prinzipiell... Raven, die schreibt Bugman. Bugman, auch stimmt. Bugman, nicht Bugman, Entschuldigung, Bugman. Bugman ist auf jeden Fall der Klassiker. Der muss noch kommen, das ist wahr. Tobias fragt, 10k-Turnier. Stimmt. Aber auf der anderen Seite wäre das nicht so abwechslungsreiches 10k-Turnier, weil es gibt nur 4-5 Fraktionen. So ein bisschen wenig ist. Außerdem wird Zinsch immer gewinnen. Ja. Also in den meisten Fällen. Hast du schon klassische Landschlachten bei Warhammer 3 gemacht? Multiplayer? Kaum. Ein paar. Hier da, das zweite von links. Ja. Sagen wir mal, welches ist das? Ist das hier in der Mitte? Nee. Ist es das da? Achso, nee, das ist keins. Okay. Also, Ah! Grabe. Das haben wir angezündet. Es ist ja relativ weit vorne, deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht so weit weg sein kann. Das bei der Pflanze war schon recht verdächtig. Vielleicht hier in der Mitte? Oh, da ist es. Ich glaube, ich hab's. Oh ja. Na gut, dann muss ich ja gar nicht mehr. Wir haben sie. Yay. Power gather somewhere. In Horned Remains. Sehr gut. Also, okay, wir haben's Die legendären Söldnerzwerge wären die Slave-Piraten, gegebenenfalls mit ihrem Boss-Name im Fallen.
Aber du bist doch jetzt nicht so super weit weg, oder? Wie heißt der Es gibt noch einen Slayer Engineer. Wie heißt denn der nochmal? Das gibt ist auch noch ein legendärer Held, den man mitbringen könnte. Danke. Stream Challenge. Gewinne eine Schnellschlacht mit Nörgel. Tobias, denke, die kommen eher für ein Dogs of War DLC als Einheit. Okay. Wir teleportieren uns mal rüber. Ich glaube, das ist schneller. Ups. Schneller. Hier. Grim Borlogson ist in meiner Mod, hat das Cooper geschrieben. Grim Borlogson, ist das der Slayer Engineer? Möglich. Maybe. Der diese fliegenden Festungen und die Unsinkable, die großen Zwergen Schiffe gemacht hat. Nörgel ist doch OP. Hat Tobias geschrieben. Ach, du willst deine Seelen zurück? Ja, ich dachte, wenn wir schon hier sind, schnappen wir sie uns. Ist ja nicht weit weg. Ah, das ist ja wirklich nicht weit weg. Okay, Zeit für den Boss. Den möchtest du natürlich auch noch haben. Danke dafür. Es wäre lustig, wenn du jetzt immer wieder sterben würdest und deine Seelen so nach und nach nach vorne transportieren müsstest. Das wäre wirklich extrem unterhaltsam. Ich weiß. Deswegen sag ich's doch. So, Horny-chan. Horny-chan. Zeit, dass du uns zeigst, was du kannst. Das ist Malakai Makaison. Genau der. Der Danke. War so pissed über die Engineered Guild, dass er zum Slayer geworden ist und machen konnte, was er wollte. Mhm. Okay, let's go. Jetzt ist er so magisch. Er leuchtet auf jeden Fall irgendwie magisch. Sollen wir auf dem Pferd gegen ihn kämpfen? Keine Ahnung. So, warte, ich muss kurz die Nachricht. Wir sollen die gehörnten Hinterlassenschaften berühren. Na dann. Dann wird er wahrscheinlich zum Leben kommen. Weil die alle einen Stock im Hintern hatten und seine Erfahrungen nicht approven wollten. Kontrolliertes Chaos schreibt, ich tippe. Oh Gott, was ist das denn? Auf Bugmann und Alric Ranolfsson in irgendeiner in Krakadrag. Mein Gott, ist das schwierig. Tja, Hamster, damit hättest du wohl nicht gerechnet. So. Genau, ich war nur kurz, ich musste kurz die Nachricht freigeben. What the fuck? Sadness ahead. Try poison. Ganz schön viel Blut. Blood. Ausgerechnet hier einen Zentimeter, bevor es losgeht. Oh, guck mal, da ist die Nebelwand. Eine kleine, glitzekleine. Was ist, hast du dich mal umgeguckt? Ja. Da ist er. Hello. Ancestor Spirit. Sehr schön dramatisch. Und das ist ein Hirsch? Ein Hirsch, glaube ich. Krakadrag würde ja Malakai heißen mit dem Dampfschiff und Zeppelin passen. Na, wie viel Schaden machst du? Enter the realm of Nörgel. Oh! Also darfst da nicht rein, sonst bist du vereist oder was auch immer. Oh, the fuck! Komisches Vieh! Long Drong, der Boss der Slayer-Piraten. Achtung, Ausdauer. Wenn ich am Wochenende Zeit habe, fange ich wieder was in Total War Warhammer 2 an. Im dritten Teil fehlt mir zu viel, hat Glenn geschrieben. So geht's mir auch ein bisschen. Wie viel Schaden machst du bisher? Keine. 80 mit einem Schlag.
Okay, jetzt 64, aber vorher waren es 80. Okay, dieser Kotzangriff ist... Vielleicht würde Quali-Chan helfen, weil der schwebt ja. Ah! Was soll das bedeuten, er schwebt? Warte, Quali-Chan schwebt. So ein bisschen. Autsch! Okay, der haut schon gut zu. Aber ich habe jetzt erstmal das Gefühl, dass er schon... Autsch. ...schon möglich ist. Ist schon möglich. Jetzt machst du wieder dieses Sprungding. Ah ne, er hat mich diesmal nicht angesprungen. Jetzt springt er uns an. Autsch! Ich hab leider... nicht. Ich Idiot, ich habe einen langsamen R2-Angriff gemacht. Aber das war doch das nicht erste Mal ganz gut, aber du weißt, ja, dass die Helferlein nicht so gut sind. Vielleicht ist ein anderer Helfer. Ja, die werden ein bisschen zerlegt. Aber das macht nichts. Ich glaube, den kriegen wir in 2-3 Runden kaputt. Der ist übrigens sehr gedämpft hier, die Musik. Nicht so ganz dramatisch, das, was wir hier kriegen an Musik. Burlock Dummyson wäre da noch als Gegenpart zu Malakai Makaison. Was sind denn das für wilde Namen? Ja, das sind Zwergennamen. Das ist richtig. Echt jetzt? Ich hätte niemals auf Zwerge getippt. Das hört sich so schwedisch oder so Nord irgendwas an. Ja. Da hast du recht. Danke. Ist mir noch nie aufgefallen. Echt jetzt? Glaube ich nicht. Doch. Weil Son ist doch auch so ein... Stimmt. ...nordischer Name. Ist genau wie du sagst. Das ist vollkommen richtig. Das sind ja auch irgendwie... Sollen ja auch nordisch tönen. Ah, okay, alles klar. Guck, ich hab, dadurch, dass ich das natürlich nicht weiß und mich mit Warhammer und der Lore nicht auskenne... Der Großtheogenist hat ja auch immer einen Zwergennamen. Zwergennamen sind an die nordische Namensgebung angelehnt. Nils Holgersson, oh ja, eine nette Kindheitserinnerung. Oh nein, Quali-Chan. Okay, deine Helferlein, die sind nicht so gut gegen den Boss. Nee. Ist irgendwie, der ist ziemlich aggro. Gegen die. Vor allem mit seiner Kotzattacke und die können ja nicht so schnell ausweichen. Hamster, du kannst auch einzeln die Beine anvisieren bei den meisten großen Gegnern. Ja, bei denen geht's irgendwie nicht. Dabei hat der ganze 4 Beine. Der Großtheogenist nimmt wie der Papst bei seiner Wahl einen neuen Namen an. In dem Fall immer einen Zwergennamen. Ah, okay. Ja. 2, 3 und... Uff! Vielen Dank! Es wird nicht angezeigt. Vielen Dank. Ich kann es nicht pausieren, aber wir gucken uns es gleich an. Oh mein Gott, ich weiß nicht, von wem es gekommen ist. So, ich kann mal hier gucken. Vielleicht sehe ich das hier, ja. Vielen, vielen Dank. Oh Gott, wir gucken gleich rein. Natürlich 50% aller Trinkgelder diesen Monat und alle Einnahmen gehen an die Ukraine. Nur zur Info. Wird es dann auch nicht hier bei mir angezeigt? Nein, das Ach so. Aber wir gucken es gleich an. Moment. Ich kann das Spiel nicht beenden, Leute, aber ich bedanke mich gleich. Ich hoffe,
Ach ne, Moment. Weil Zwerge in der nordischen Mythologie erdacht wurden. Ohne Zwerge geht gar nichts. Ich hoffe noch auf Gotreks Sternenbrecher. War der erste Zwergenkönig im Bartkrieg. Weil Sigmar ist ja gut. Weil Sigmar ja gut mit den Zwergen konnte. Naja, der ist ja auch schon eine Weile tot. Es ist. Und wir aktivieren auch die Meldung auch gleich nochmal, wenn wir durch sind. Oh, vielen Dank, Glenn. Glenn, vielen Dank. Vielen Dank. vielen Dank auch hier. 50%. Gehen an die. Nein! Oh Gott. Jetzt bin ich vollkommen rausgekommen. Alles gut, konzentrier dich, wir machen das nachher. Das ist. Kein Problem. Ja, hoffe auf eine Bartkriegskampagne, wie im Stil von Etwas ist faul im Staate Kislev. Kriegen wir denn noch? Vielen, vielen Dank für die Anfeuerung durch die Trinkgelder. Ich sollte das eigentlich in die Beschreibung reinschreiben. Ja. Vielen Dank, es wird nicht angezeigt, wir müssen noch, Moment, okay, jetzt ist es da, das ist Glenn, jetzt, okay, ich habe kurz die Bilder gewechselt. Sorry, boah, das ist ein bisschen klein, Moment, vielleicht sehe ich es an meinem Smartphone, da kann ich es echt ein bisschen größer machen. Moment, ach, da kann ich es auch nicht größer machen. Nicht zu gierig werden. Mischnix? Steht da Mischnix? Boah, das ist echt. Mischnix, wir aktivieren sie gleich nochmal. Ja. Da gibt es ein fettes Danke, Glenn. Richtig mit mir fragen, Franz. Sehr, sehr nett von euch. Ich kann es nur leider nicht lesen. Es ist ein bisschen zu winzig. Aber wir lassen den Hamster jetzt noch kurz den Spirit hier fertig machen und dann. Und du weißt, Hans hat nicht zu viel. Okay, wir haben's. Gut. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Vielen Dank für die Trinkgelder. Wir aktivieren sie gerade gleich mal nochmal, alle, die reingekommen sind. Nehme ich vielen Dank an Mischnix. Er müsste jetzt eigentlich auch aufploppen. Die Antwort lautet. Klappt 1a. Oh yeah. Es ist ein bisschen in der Hoffnung auf unglaublich viele Abos. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Hallo Kuschlord. Und herzlichen Dank an Glenn. Glenn, der den Hamster sprengt. Aber Es gab drei. Es gab irgendwie, glaube ich, drei. Wir werden jetzt hier nur zwei angezeigt. Also tut mir leid, dass ich das verpeilt habe, Leute. Oh Gott. Es müssten eigentlich die gewesen sein. Alles gut, ja, dann passt es. Also vielen Dank, Leute. Tobias schreibt vielen Dank. Von mir gibt es diesen Monat nichts mehr. Hab heute mein verfügbares Budget für Hamster und Games und so weiter 400 Franken gespendet. Völlig in Ordnung, Tobias. Vielen, vielen Dank, dass du es gespendet hast an, ich denke, an die richtigen Stellen. Und das glaube ich auch. Echt super, Mann. Echt super. Kuschlord schreibt, läuft doch gut mittlerweile mit den Bossen und dem DMG. Ja. Hat gut funktioniert. Und jetzt ist die Frage, warum haben wir diesen jetzt besiegt? Wir haben ein neues Item bekommen. Eine neue, wie heißt das? Eine neue Bombe. Oh, wir haben ein Ancestral Spirit. Ashen remains in which spirits yet dwell. Used to summon the spirit of an ancestral follower, spirit of the Horned Fork. OSQ Letters and Metal Working, Brawny Inverse and Distinctive Spiritual Arch. Wir können einer dieser Gegner, die wir haben, nun auch zur Unterstützung beschwören. Das ist doch nicht schlecht. Nett. Also wenn ich jetzt irgendeine Waffe nach euch benennen könnte, würde ich es natürlich tun. Aber es geht hier leider nicht. Ich kann nur mein Uchigatana und mein Schildkrötenschild euch widmen. Vielen Dank. Danke euch. Ja, und auch sehr nett, dass ihr den Chat so fleißig am Laufen haltet. Glücks
Pakete? Ist so eine Art Master-Sammlung vom Schweizer Fernsehen und von einigen Hilfswerken. Die hatten heute einen Sammeltag. Sehr gut. Das doch echt klasse. Es gibt auf jeden Fall Menschen, die es deutlich besser gebrauchen können. Daher ist das... Vor allem in dieser Zeit. Genau, daher ist das völlig, völlig fein. Aber es ist die ganze Situation momentan, die macht mir auch zu schaffen. Ich bin so total gebannt und nervös und habe ein Gefühl, wie ich es bisher in meinem ganzen Leben noch nie gehabt habe, mit dieser Situation, die da gerade vorhanden ist. Du hast da noch Seelen rumliegen. Nee, das sind... Oh, doch, tatsächlich. Tatsächlich. Hab ich gar nicht gesehen. Das macht mich irgendwie total nervös, das Ganze. Du solltest sie jetzt nicht verlieren, weil damit kannst du dich aufleveln. Ja, wie kommen wir hier wieder raus? Musst du mal gucken. Und dann müssen wir mal nach der Tür gucken, ob die Tür jetzt aufgeht. Oh ja. Sind nur 51,5 Millionen zusammengekommen. Schweizer Franken, sehr geil. Ich habe auch gesehen, Leonardo DiCaprio hat 10 Millionen gespendet. Ziemlich krass. Richtig ziemlich krass. Ja. Ich hoffe, das kommt an die Leute auch an, die das wirklich dringend brauchen. Davon gehe ich aus. Wieso spielt Hamster eigentlich kein Shooter-Game? Hallo, Sedat. Warum spielt Hamster kein... Weil Elden Ring rauskam und Elden Ring einfach das krasseste Spiel ever ist. Komm, wir kommen hier gar nicht raus. Elden Ring macht es öfter, dass man irgendwie nicht rauskommt. Wir müssen uns rausteleportieren. Möglich. Aber, ja, okay, das ist ja eigentlich kein Problem, oder? Oh, ich kann hier wechseln zwischen oben und unterhalb. Mhm. Aber ich glaube, hier haben wir jetzt alles gesehen. Bartkrieg wäre interessant als Kampagne. Elfen in der alten Welt ausrotten, weil sie Zwergenbotschaften, die Bärte abgeschnitten hatten, unter anderem. Mhm. Botschaftern. Ja, das war in der Zeit, als die Menschheit noch gar nicht so... Ich glaube, die war da noch ein schwaches und nicht aufgeleveltes Volk. Sagen wir es mal mit den Worten des Gamings. Was soll ich aufleveln? Ein bisschen Stärke ist, glaube ich, auch noch okay. Aber wie wär's mit Endurance? Endurance kommt immer gut. Das wäre das perfekte Spiel für den Phoenix King. Ah, das mit dem Bartkrieg. Ja, also es ist, ich weiß nicht mehr genau, was da der Hintergrund war, aber es hat damit geendet, dass die Zwerge eine Delegation zu den Elfen geschickt haben, um irgendwas zu verhandeln. Und die Elfen, wie immer, in ihrer typischen Art und Weise Diplomatie zu betreiben, haben diesen Zwergen den Bart abgeschnitten. Was für die Zwerge eine unfassbare Schande und ein Sakrileg darstellt. Oh nein. Und deswegen haben die Zwerge, die sowieso schon angepisst waren auf die Elfen, das hat doch den Krieg erzeugt. Du kannst da wahrscheinlich jetzt einfach draufstehen. Ja. Glenn fragt, 50% für die Ukraine und 50% an den Hamster? So sieht's aus. Ravenpea schreibt, für die Zwerge heißt das The War of Und natürlich noch meine privaten als Spenden. Als Bartkrieg bezeichnen es nur die Elfen, um das lächerlich zu machen. Ah, okay. Ach so. War of Vengeance. Gut, die Elfen haben, soweit ich weiß, die Elfen haben den, soweit ich weiß, verloren, diesen Krieg. Ist jetzt nochmal wohl was anderes. Tobias schreibt, betrunkene Zwerge haben ein paar Partys gesprengt und die Elf haben Zwerge überfallen und Zwerge konnten das nicht unterscheiden, beziehungsweise die H-Elf wollten nicht zugeben, dass es D-Elf gab. Ha, Hochelfen und Dunkelelfen. Ach so. Oh mein Gott, Hamster-Mama blickt's mal wieder gar nicht. Ja, das ist aber auch nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Wo sind wir hier gelandet? Und das ist eine Karte. Die Zwerge haben dadurch ja die Phoenix-Krone als Trophäe erobert oder Phönix-Krone. Haben sie die immer noch? Ach, Hochelfen und Dunkelelfen. Ja, okay, jetzt finde ich verstehe. Die Hochelfen sind die eingebildeten weißen Elfen und die Dunkelelfen sind die eingebildeten Dunkelelfen. Ah, das ergibt natürlich Sinn. Ja. Okay, Hamster. Hä? Möchtest du dich noch ein bisschen umschauen oder? Es kommt drauf an, es ist schon 23 Uhr. Wann wollen wir heute ins Bett gehen? Naja, jetzt bald. So, vielleicht. Zwerge und Elfen können in keinem Fantasy-Universum ohne Streit auskommen. Das stimmt. Das haben sie immer noch, oh, oder? Oh Gott.
Er hat dich gesehen. Bär. Und was sind die Waldelfen? Sind es dann die W-Elfen? Das sind die W-Elfen, ja. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Die gibt's ja auch noch. Ja, das sind die eingebildeten im Wald lebenden Elfen. Die Ravenpeer schreibt. Die Hochelfen sind die... Oh mein Gott. Vielen, vielen Dank, Glenn. Vielen, vielen Dank, Glenn. Holy shit. Vielen, vielen Dank. Warum kommt denn da jetzt nichts? Ja. Ich glaube, es ist noch... Ja, da ist es. Vielen, vielen Dank, dass du den Hamster laufen lässt und... Bis Willen. Vielen Dank, Glenn. Und die Hälfte davon geht auch als Spende an die Ukraine. Auf jeden Fall. Für den Kampf gegen das Chaos auf dieser Seite. Die Hochelfen sind die eingebildeten, arroganten, weißen Elfen und die Dunkelelfen sind die coolen Elfen. Dann kam Glenn, ziemlich beeindruckend, vielen Dank. Von Rudel des Chaos schreibt, der große Bär ist übel, Vorsicht. Mimi Frankenfreund schreibt, what the fuck, Glenn, was machst du? Oh, Glenn, Hamsterspende. Und Waldelfen sind Asrei, spricht man das so? Asrei. Asrai Warriors. Kuschlord schreibt, sind die Elfen bei Warhammer nicht wie bei Herr der Ringe so edel etc.? Kenn mich da nicht aus. Und dann hat Raven P. darauf geantwortet, die sind eher so wie bei dem Hobbit arrogant. Woho! Woho! Und, Achtung! Grundsätzlich war es ein Pat. Ein Pat? Zwergen. Nee, ein Pat. Zwerge wahrscheinlich hatten noch keine Pulverwaffen und konnten gegen die Drachen nichts machen. Hochelfen konnten keine Städte einnehmen. Ach, stimmt, auf die sind wir doch schon mal getroffen. Ja. Mit dem Tod des Phönixkönigs haben sich ja die Aasur aus der alten Welt zurückgezogen. Also schon Davi Win? Ich hoffe mal, ich spreche das irgendwie einigermaßen aus. Okay, also mag man eigentlich nicht. Anscheinend. So, nochmal übrigens vielen, vielen Dank, Glenn. Das ist einfach der Wahnsinn. Oh mein Gott, wir werden verbrannt. Das ist schon echt mal wieder richtig beeindruckend. Da hat der Hamster wirklich recht. Und ich bin extrem dankbar. Und ja, vielen, vielen Dank. Und ich sage dennoch, eigentlich könnten wir mal so eine Art Spendensammlung machen. Ich glaube, ich, dummerweise, habe ich es aber noch nicht gemacht, weil ich. Ich hab's noch nicht gemacht und es tut mir auch leid. Naja, ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Also es ist natürlich auch eine schwierige und auch bedrückende Situation und dass das einen auch überfordert und dass man natürlich irgendwie in gewisser Weise sein Leben trotz allem irgendwie weiterlebt so und mit so Belanglosem füllt. Wie, keine Ahnung, was esse ich heute Abend zum Mittag? Und wir zocken halt trotzdem irgendwie. Aber es muss auch sein, weil ich habe gemerkt, ich habe mich so sehr mit der ganzen Situation beschäftigt. Und mache das fast schon. Ich stehe morgens auf, gucke auf mein Handy und gucke, was es da Neues gibt. Ich mache mich da total verrückt mittlerweile, obwohl es nichts bringt. Das muss ich echt wieder abstellen. Es ist natürlich auch ein Privileg, sich auszusuchen, dass man eine Ablenkung möchte oder dass man das auch einfach sagen kann, ich möchte mich jetzt ablenken. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, man versucht natürlich irgendwie zu tun, was man kann, aber man hat es natürlich auch nicht in der Hand. Das ist natürlich auch schwierig, da ein bisschen die Balance zu finden, weil arbeiten müssen wir natürlich irgendwie trotzdem alle. Das ist schon immer ein bisschen schwierig. Ja, aber Glenn hat bestimmt kein Ding. Ja, aber die Zwerge konnten die Menschen nicht von den Orks schützen in der Zeit und konnten Skaven nicht ausrotten, solange es ging. Die Hochelfen konnten die Dunkelelfen-Rebellion nicht aufhalten. Also Win für Skaven, Dunkelelfen und Orks, gegebenenfalls auch Chaos. Den kriege ich nicht kaputt, denn seine Beine sind geschützt. Oha, du hast recht.
Mist. Willst du dann einfach weiterlaufen? Ich glaube, ich muss. Aber anders würde es nicht gehen. Na dann. Ich weiß aber nicht, wohin. So schnell, einfach geradeaus. Solange dich deine Beinchen tragen. So schnell dich das Pferdesbeinchen tragen. Oh Gott! Okay, aber das war nicht so eine gute Idee. Von Corona straight in Krieg ist halt Müll. Ja, Kuschlott, da hast du eindeutig recht. Ja, jeden Tag nachlesen macht einen fertig. Mhm. Ich bin da sehr sensibel, sprich, ich muss da sehr stark darauf aufpassen, wann und wie ich welche Informationen irgendwie zu mir nehme, weil ich sonst völlig verrückt werde. Naja, wir heißt ja nicht ohne Kollateral... Ach nee, Win heißt ja nicht ohne Kollateralschaden. Hm. Ja, ich meine, ein Krieg ist irgendwie... Auch der Gewinner, in Anführungszeichen, ist ja kein Gewinner. Der hat ja genauso Verluste, wenn nicht sogar noch mehr Verluste, als... Wo bist du denn jetzt hingefallen? War das mit Absicht? Der Bär ist auch hinter mir hergekommen. Kontrolliertes Chaos. Ed Hamster, ich habe das schon so manchen vorgeschlagen, aber scheinbar ist es ein zu großes Projekt. Wie wir wissen, basiert die Lore von Warcraft lose auf der von Warhammer. Die Parallelen sind... Ja, ja, das ist wahr. Das weiß ich. Also das ist ja auch allgemein relativ gut bekannt. Das ist der größte Käfer, den wir bisher gesehen haben. Dass eigentlich Blizzard ursprünglich ein Spiel basierend auf der Warhammer IP machen wollte, aber Games Workshop es zu der Zeit noch nicht erlaubt hat, weil sie... Oh Gott, hier ist alles mit Rieseninsekten voll. Der Games Workshop hat es zu der Zeit noch nicht erlaubt, weil sie damals nicht dachten, das wäre eine gute Idee oder sie wollten ihre IP da nicht rausgeben. Und dann hat Blizzard eben ein eigenes Universum gemacht, das sehr nah an dem Universum dran war, aber trotzdem kein Copyright infringed hat. Hm. So, also kontrolliertes Chaos oder der Kommentar geht noch weiter. Die Parallelen sind offensichtlich. Wie wäre es mit einem Video, das die offenkundigen Parallelen der beiden Universen behandelt? Hm. Das wäre extrem aufwendig. Da redet doch seit 2 Wochen keiner mehr drüber. Wahrscheinlich meinst du Corona, Rampy. Naja, Warhammer ist ja auch nur ein Dune und Herr der Ringe Inzestkind. Recromunda Solengreen. Solengreen. Und Warcraft. Nee, in Warcraft und Warhammer haben beide Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Ja, klar, wie es halt so ist. Dieses ganze Universum gibt es ja auch schon alle sehr, sehr lange. Und auch wenn sie einen ähnlichen Ursprung haben, Orks und Menschen und Königreiche und Konflikte, haben die sicher, ach Gott, das ist noch einer von diesen Dingern, mit der Zeit ja schon noch auseinander entwickelt, auch wenn sie mal einen gemeinsamen, oh Gott, nein! Ich will hier nicht, erstmal nicht hin. Ach Gott, das ist eine interessante Gegend. Ich will nur noch zum nächsten Kartensymbol und dann machen wir Schluss für heute. Zum Beispiel hier, im Salia Gateway. Auch wenn das... Stop by the Shack. Das ist keine Nachricht von einem Spieler. Nee. Auch das mit dem Business, das war auch keine Nachricht von dem Spieler, weil die ja sehr viel heller ist. Ach so. Ja. Oh Gott, was ist das? Ein Hund? Oh Gott, was ist das? Ein Hund. Hi. Oh, a pleasure to see you. A pleasure indeed. I am Gari, a great sage. In my day, anyway. Hi. I hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the Scarlet Swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia. Hear the request? Das ist jetzt ein Quest, ein Souls Quest. I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. Mhm.
Okay. Es hat keine Heilung. Aber wir können ihr Leiden abschwächen. Mit einer Nadel. Seek the deep scarlet swamp of Aeonia outside Celia's bounds. The needle made from unalloyed gold is lost somewhere there. Danke, wir müssen eine Nadel irgendwo finden. It's hidden somewhere in the deep scarlet swamp. Then I will seek it. Nun gut, das machen wir dann alles allerdings beim nächsten Mal. Moment. Kuschlord hat geschrieben, Herr der Ringe ist einfach das Beste. Kuschlord, da gibt's auch Orks. Wird Hamstermama auch dabei sein, wenn du irgendwann mal Space Marine 2 spielst? Bei Space Marine? Vielleicht. Vielleicht. Aber ist wahrscheinlich eher nicht um... Vielleicht, aber ich glaub's... Ja, mal sehen. Ist wahrscheinlich eher nicht so das für Hamstermama. Orks kommen aus... einer anderen Welt. Zudem gibt's kein Chaos, sondern nur die... Geilen, beziehungsweise den LK. Okay. Elfen? Elf? Gibt es auch in zwei Varianten und Untote gibt es auch. Ja. Aber es wird klarer geteilt. Für mich ist das nicht so einfach, das zu lesen, wenn man irgendwie gar keine Ahnung hat, worum es geht. Okay, das kann ich verstehen. In Horde, Allianz und das Böse. Glenn hat noch geschrieben, for the hamster and the Ukraine will nicht aufdringlich wirken, aber da geht noch was. Glenn, du bist einfach zu cool. Tobias hat noch geschrieben, Warhammer ist differenzierter. Chaos und Ordnung, aber auch Sachen dazwischen. Mhm. Okay, Leute, also nochmal vielen Dank. Guck, in Warhammer gibt's keine Guten. Tja. Gut, was sind die Guten? Die, auf deren Seite wir stehen, vermutlich. Herr der Ringe ist klar gut und böse. Orks sind klein und schwach. Zudem sind Orks klar böse. Und Raven hat noch geschrieben, das ist viel interessanter. Wild. Und wir machen jetzt hier an dieser Seite Schluss. Hamstermama, du musst dir wohl ein paar Lore-Videos zu Herr der Ringe, zu Warcraft, zu Starcraft und natürlich zu... Warhammer ansehen, ist klar. Logisch. Damit du endlich reinkommst, das ist wichtig. Sargos Krat bedankt sich für eure Aufmerksamkeit, genauso wie Sargos Krat Baby. Mhm. Wo ist eigentlich Sargos Krat? Da ist Sargos Krat, gut. Alle Sargos Krat sind da. Und bedanken euch, Slava Ukraine. Vielen Dank an Glenn. Vielen Dank an Mischnix. Und vielen Dank, ja, für die Trinkgelder. Wie gesagt, 50% geht auf jeden Fall an die Ukraine plus, ja, was ich so drauflege. Und macht's gut. Habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns am Samstag vermutlich wieder. Bye. Tschüssi.